Schönen guten Abend. Willkommen hier zu unserem wirtschaftspolitischen Forum heute Abend hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Mein Name ist Margret Fröhlich und ich bin die Hauptverantwortliche hier vor Ort für diese Veranstaltung, die sich heute Abend mit dem Thema des Bildungssystems befasst, die Widerstandsfähigkeit des Bildungssystems. Ich begrüße Sie hier in den Räumen unserer Akademie und auch alle Zuschauer, die uns jetzt von zu Hause zugeschaltet sind. Die wirtschaftspolitischen Foren, es gibt jedes Halbjahr eines zu unterschiedlichen Themen, bereiten wir vor im Arbeitskreis Wirtschaft der Evangelischen Akademie. Und alle sind inhaltlich an der Vorbereitung beteiligt. Und ich freue mich auch, diese Veranstaltung anbieten zu können in Kooperation mit der Evangelischen Bank, vertreten hier heute Abend durch Herrn Christoph Hochkirchen. Das ist es aber auch schon von meiner Seite und ich möchte, dass wir jetzt gleich ins Thema auch einsteigen und dazu begrüße ich sehr herzlich unsere Moderatorin Doris Renk. Ich bin sicher, dass viele hier von Ihnen ihre Stimme kennen. Sie arbeitet für den Hessischen Rundfunk und zwar zum einen für HR Info und zum anderen auch für HR2, also zu unterschiedlichen Themen aus Politik und Kultur. Und Bildungspolitik ist eines der Schwerpunktthemen, die Sie besonders interessieren. Willkommen hier und damit übergebe ich das Wort, nicht ohne zuletzt auch noch hier unseren Teilnehmenden zu sagen, Sie dürfen gerne, solange Sie am Platz sitzen, auch Ihre Maske abnehmen. Ja, kleine Runde jetzt sozusagen. Sie können auch gerne noch ein bisschen zusammenrücken. Wir haben 2 Stunden, um über Bildung zu sprechen. Das ist nicht viel. Man kann sich jahrelang, mein ganzes Leben lang damit beschäftigen. Wir sind ja im Grunde alle Experten, was Bildung angeht. Wir haben alle das Bildungssystem durchlaufen. Manch einer hat vielleicht sogar eine Ehrenrunde gedreht, um besonders tiefe Einblicke zu gewinnen. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf 3 Schwerpunkte. Wir gucken auf die Bildungsgerechtigkeit, auf die Chancengleichheit, wir gucken auf die Bildungsqualität und dann auch darauf, was das eigentlich gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich für uns bedeutet, wenn wir gut ausgebildete Menschen heranziehen oder eben nicht. Und deswegen sind wir dann auch gleich mitten im Thema mit dem ersten Vortrag, den Frau Dr. Ziro für uns vorbereitet hat. Sie ist vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik und wird uns erstmal ein paar Impulse geben. Ich finde, für diesen Abend, wenn wir uns eben diesen 2-stündigen Rahmen vor Augen führen, ganz schön, sich vielleicht vorzunehmen, das war jetzt so mein Ansatz, dass wir wenigstens so einen kleinen Gedanken, einen neuen hier mitnehmen, wenn wir heute Abend hier rausgehen. Irgend so einen kleinen Keim, wo wir sagen, ja genau, da müssen wir ansetzen, da müssen wir dranbleiben, da müssen wir dafür sorgen, dass wir in diese Richtung weitergehen auf diesem ziemlich beschwerlichen Weg der Bildungsökonomie und Bildungsforschung. Frau Dr. Ziro, dann übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, guten Abend. Okay, jetzt muss noch was mit dem Beamer neu gemacht werden. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion später und ich fand die Idee sehr schön, über die Resilienz des Bildungssystems zu sprechen und auch mehr noch die Perspektive der Ökonomie einzunehmen. Und dazu möchte ich gern erstmal was sagen, was ich da als Ökonomin zu denke, was die VWL als Wissenschaft eigentlich auch zu Bildung sagen kann. Ich habe Folien vorbereitet, die sieht man glaube ich noch nicht, ich sehe sie hier. Aber das wird bestimmt gleich gehen. Ich kann schon so ein bisschen anfangen.
Also ich würde als erstes gern darüber sprechen, dass man Bildung aus der ökonomischen Perspektive auch als Investition in Humankapital sehen kann. Humankapital war ja auch einmal das Unwort des Jahres. Ich denke aber, es ist, wenn man es einfach ganz neutral betrachtet, ein ganz guter Begriff, wenn man sich überlegt, alles, was man an Bildung ansammelt als Mensch, hat man selbst als Kapital und daraus kann man auch später im Leben Erträge erzielen, wenn man alles, was man an Bildung angesammelt hat, nutzt, um zum Beispiel im Erwerbsleben dann ein größeres Einkommen zu bekommen, aber auch um Entscheidungen zu treffen, die einen selbst gesünder machen. Also es geht nicht nur um diese monetären Erträge, sondern auch um ganz andere Bereiche wie Gesundheit und Zufriedenheit. Dann werde ich was dazu sagen, was es eigentlich bedeutet für Länder, wenn wir unzureichende Bildung haben, was für Kosten entstehen in einer Volkswirtschaft dann. Und dann als drittes einmal, jetzt sehe ich auf meinem Computer andere Folien, okay, dann kann ich die hier gar nicht, okay. Und genau, wie wird eigentlich Bildung produziert? Was braucht man für gute Bildung? Was wissen wir da aus der Forschung? Und als letzten Punkt, und das geht dann hoffentlich gut über in die Diskussion, die wir haben werden, geht es dann um Bildung und Chancengerechtigkeit. Weil Bildung eben etwas ist, was tatsächlich dafür sorgen sollte, dass alle Menschen möglichst mit gleichen Chancen dann auch beginnen ihr Arbeitsleben und ihr Leben als erwachsene Mitbürgerinnen und Mitbürger. Genau, wenn wir die Frage anschauen, Investition in Humankapital, das ist wirklich Bildung, da gibt es in der Ökonomie einige Nobelpreisträger, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Also es sind berühmte Studien, die hier auf der Folie aufgelistet sind, wo tatsächlich gesagt wird, es ist eine Investitionsentscheidung, in die eigene Bildung, in die Bildung der Kinder zu investieren, Zeit dafür aufzuwenden, Zeit, die ansonsten auch einfach so in Arbeit gesteckt werden könnte, um sofort was zu verdienen. Aber man nimmt erstmal sich die Zeit, um sich fortzubilden, um dann später mit der Zeit, die man mit der Arbeit verbringt, noch mehr anzufangen und damit dann höhere Renditen einzufahren. Das ist so diese ökonomische Sicht darauf. Und die hatte auch schon Adam Smith, der Gründungsvater der Ökonomie, wie er oft genannt wird im Buch Wohlstand der Nation, der das auch schon so vergleicht. Also wenn man einen Menschen ausbildet, wenn er sich selbst weiterbildet, dann wird er von dieser Ausbildung einen Ertrag später erzielen. Und das kann man vergleichen damit, wie wenn man einen Ertrag erzielt, weil man sich eine bessere Maschine anschafft. Nur ist das Kapital, was man dann hat, eben Kapital, was jeder Mensch mit sich selbst auch rumträgt und ihm immer weiter zur Verfügung steht im Leben. Genau, und die Bildung, dieses Humankapital, das Bildungskapital, was jeder Mensch von uns mitträgt, das steht im Zentrum von der Bildungsökonomik, also ökonomische Fragestellungen, die sich mit der Bildung beschäftigen. Und ja, Bildung, was ist das überhaupt, wie ist es definiert? Das kann man unterschiedlich messen. Einmal die Jahre an Bildung, die man erfahren hat, die Qualität der Bildung, welches Niveau man erreicht hat, welchen Abschluss. Da gibt es verschiedene Maße, die verwendet werden, auch in den Studien der Bildungsökonomik. Und dann kann man sich anschauen, welche Ergebnisse mikroökonomisch sind, also die einzelnen Haushalte, die einzelnen Menschen, einzelnen Individuen betreffen, sind eigentlich von der Bildung betroffen. Das können dann die Einkommen sein, die Löhne, die höher ausfallen, weil man höhere Bildung erworben hat, die Wahrscheinlichkeit, beschäftigt zu sein, aber auch nicht monetäre Erträge wie Gesundheit, Lebenszufriedenheit. Und dann gibt es die makroökonomischen Ergebnisse, also die dann die ganze Volkswirtschaft, die ganze Gesellschaft betreffen, wie volkswirtschaftliches Wachstum
oder Externalitäten, also zum Beispiel Kriminalität. Wenn wir in einem Land bessere Bildung haben, haben wir weniger Kriminalität, wovon dann alle profitieren. Und auch für Verteilungsfragen ist Bildung wichtig. Und auf der anderen Seite kann man dann schauen, wie wird Bildung produziert, was sind die wichtigen Inputs, also wie zum Beispiel Lehrbücher, aber auch Lehrkräfte und Institutionen, wo Bildung angeboten wird. Und dann noch die Frage, wie wird Bildung finanziert? Sind das staatliche Gelder, sind das private Gelder, ist es eine Mischung? Und all das wird in der Forschung angeschaut. Ich kann jetzt nur über einige Aspekte reden. Und zwar als erstes über die mikroökonomischen Konsequenzen und die makroökonomischen. Und dazu würde ich gerne einfach ein paar Abbildungen zeigen. Und die erste zeigt, wenn wir uns in Deutschland die Wahrscheinlichkeit anschauen, arbeitslos zu werden, kann man sagen, je höher der Bildungsabschluss ist, desto geringer ist die Gefahr, arbeitslos zu werden. Hier ganz unten ist die Arbeitslosenrate für alle Leute ohne irgendeinen Berufsabschluss, die liegt bei fast 20%. Dann können wir uns anschauen, dann können wir uns anschauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Lehre hat, einen Fachschulabschluss, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 5%. Für Leute mit einem Fachhochschul- oder Universitätsabschluss ist die nur noch bei 2,6% die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden. Also man sieht, Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit. Dann kann man sich das auch im Ländervergleich anschauen. Hier ist das, wie sind eigentlich die Kompetenzen? Das sind die PIAAC-Tests, das ist so wie PISA für Erwachsene, wo Erwachsene mathematische Tests zum Beispiel machen. Und das kann man zusammenbringen mit der Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein. Hier sieht man dann auch, in Deutschland erklärt eine bessere Leistung in diesem Mathe-Test besonders viel daran, dass man eben nicht arbeitslos ist. Also je besser, es geht nicht nur um die Abschlüsse, sondern auch um die Kompetenzen. Je besser die Kompetenzen in diesem Leistungstest sind, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, je höher die Wahrscheinlichkeit, am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Jetzt können wir auch das Einkommen anschauen. Das sind Daten aus dem deutschen Mikrozensus, wo man sehen kann, dass das Lebenseinkommen von jemandem, der eine Lehre gemacht hat, bei 600.000 Euro liegt. Und je höher der Abschluss ist, der darauf kommt, desto höher wird das Lebenseinkommen. Also wenn man nicht nur eine Lehre hat, sondern einen Meister-Techniker-Abschluss, dann kommen nochmal 130.000 Lebenseinkommen dazu. Bei einem Fachhochschulabschluss 270.000 Euro dazu und mit dem Universitätsabschluss sind es dann zusammengerechnet fast 1 Million Lebenseinkommen. Und dann gibt es noch die nicht monetären Wirkungen. Und zwar gibt es auch Studien, die zeigen für das Individuum, dass mehr Bildung auch zu mehr selbstverantwortlichem Handeln führt, zu mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, dass es zu einer besseren Gesundheit führt, aber auch zu besser informierten Konsumentscheidungen. Und dann haben wir diese externen Effekte, über die ich schon kurz gesprochen habe. Also Kriminalität wird reduziert, aber es gibt auch die Spillovers über die Generationen hinweg. Wenn zum Beispiel die Mutter besser gebildet ist, sind auch die Kinder dieser Mutter dann gesünder. Und es gibt auch monetäre Externalitäten, zum Beispiel, dass es in Firmen dann mehr Innovationen gibt, wenn die Leute besser gebildet sind. Wenn wir dann noch die makroökonomischen Konsequenzen anschauen, sieht man im Ländervergleich, wenn wir uns anschauen, bei Erwachsenen auch, wie liegen die Fähigkeiten von denen mit den niedrigsten Fähigkeiten und denen mit den höchsten Fähigkeiten auseinander, dass in diesen Ländern auch die Spreizung der Einkommen besonders groß ist. Dass in den Ländern dann auch arm und reich besonders weit auseinander liegen. Hier sehen wir ganz oben in der Ecke dann auch die USA mit den größten Unterschieden in den Leistungen und den größten Unterschieden in den Einkommen. Am wenigsten gibt es da, hier unten sieht man
in Norwegen und Dänemark. Was auch schon stark erforscht wurde, wo es viel Evidenz ist, dass tatsächlich Bildung als zentrale Basis von langfristigem Wohlstand geht, sodass wir sehen, die Länder, die besonders gut auch in den internationalen Schülertests abschneiden, wie PISA, dass das die Länder sind, die auch eine größere volkswirtschaftliche Wachstumsrate haben. Und dass es da einen klaren positiven Zusammenhang gibt zwischen den Schülerleistungen und dem Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum. Wie ist das jetzt, wenn wir eigentlich nur unzureichende Bildung haben? Wir sehen, eine Bildung ist wichtig für volkswirtschaftliches Wachstum, für das Individuum, die Gesellschaft. Wie ist es, wenn wir nicht genug Bildung in dem Land haben? Und da gibt es Berechnungen, dass man sich anschauen kann. Also das sind Berechnungen mit den PISA-Daten 2006. Da war jeder fünfte 15-Jährige hat in den PISA-Test nicht mehr als das Grundschulniveau erreicht, was Lese- und Mathe-Kompetenzen angeht. Jetzt im letzten PISA-Test 2019 war es leider auch wieder so, dass das immer noch jeder fünfte, zwischendurch war es ein bisschen weniger als 20%, aber leider hat sich daran nicht viel geändert. Und wenn man sich überlegt, was jedes Jahr an Bildung, was jede erreichte Kompetenzstufe bedeutet für das langfristige Einkommen des Einzelnen, aber auch für das Wachstum der Volkswirtschaft, kann man sich ausrechnen, was das eigentlich bedeutet. Und wenn man sich das ausrechnet bis zum Ende des Jahrhunderts, kann man sehen, dass dann 2,8 Billionen zustande kommen, weil man diese 20% Risikoschüler hat, die nicht über das Kompetenzniveau hinauskommen. Und das kann man dann vielleicht vergleichen mit der Klimapolitik, dass es wirklich wichtig ist, langfristige Kosten sich zu bedenken und zu sehen, dass man tatsächlich jetzt schon dafür sorgen kann und nachhaltige Bildungspolitik machen kann, um dann solche Kosten nicht zu haben. Man kann sich auch anschauen, was ist eigentlich passiert durch die Schulschließungen während der Corona-Pandemie. Und da gibt es auch Berechnungen, wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel des Schuljahres verloren gegangen ist. Das ist für viele Schüler und Schülerinnen mehr, für manche nicht so, da werden wir noch nachher darauf zu sprechen kommen. Aber da kann man sich auch aus den Zahlen, die wir haben, wo man weiß, was passiert eigentlich pro Schuljahr, wie viel Bildung wird angesammelt, berechnen, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt ein 3% niedrigeres Einkommen über ihr gesamtes Erwerbsleben haben können und dass durch diese betroffenen Kohorten bis zum Ende des Jahrhunderts das auch 1,5% Verlust vom BIP bedeuten kann. Jetzt die Frage, wie wird denn gute Bildung produziert, damit wir diese Folgekosten nicht haben, damit wir möglichst gute Bildung haben. Oft wird gesagt, man muss einfach mehr Geld für Bildung ausgeben. Also momentan geben wir so knapp 5% für Bildung aus. Andere Länder ähnlich, manche ein bisschen mehr. Hier ist es aufgezeigt mit pro Kopf Ausgaben pro Schüler. Und man sieht, es gibt zwischen den PISA-Leistungen und den Ausgaben pro Kopf gar keinen klaren Zusammenhang. Es gibt Länder, die geben viel weniger Geld aus und haben bessere Leistungen. Manche Länder, die geben mehr Geld aus und haben schlechtere Leistungen. Das kommt wirklich darauf an, was man mit dem Geld macht. Dann wird oft auch gesagt, die Klassen müssen kleiner sein, damit wir bessere Leistungen haben. Und dafür gibt es auch nicht viel Evidenz in der Forschung. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, wenn man einen zweiten Lehrer, Lehrerin im Klassenraum hat, dann gibt es wirklich bessere Schülerleistungen. Aber so eine Standardaussage, einfach müssen die Klassen kleiner gemacht werden und dann wird alles besser, das kann halt keine Studie wirklich kausal zeigen. Und das sieht man auch ganz schön hier in dem Diagramm. Es gibt Länder mit einer durchschnittlichen Klassengröße, die ist viel höher, die haben genau die gleichen Ergebnisse. Es gibt kein klares Muster. Was aber bei allen Studien, was auf der nächsten Folie rauskommt, ist, dass der wichtigste Produktionsfaktor tatsächlich
gute Lehrkräfte sind. Und dann ist die Frage, was sind gute Lehrkräfte? Das ist leider ein bisschen schwieriger herauszufinden. Es sind nicht unbedingt immer die Leistungen, die in den Staatsexamen gemacht wurden. Ja? Das ist deswegen auch schwer zu identifizieren, wer wird später ein guter Lehrer sein. Aber was man sieht aus Studien in den USA, dass tatsächlich eine gute Lehrkraft es schafft, was durchschnittlich in einem Schuljahr gemacht wird, für einen Lernerfolg zu sorgen, der dann anderthalb Schuljahre betrifft und eine schlechte Lehrkraft nur ein halbes Schuljahr hat. Das heißt, wenn man ein Kind, was zu der Gruppe der benachteiligten Schülerinnen und Schüler gehört, 4 Jahre so eine gute Lehrkraft hat, dann kann man die gesamte Lücke schließen von ja, benachteiligten und mehr bevorteilten Kindern. Das wäre möglich, man muss halt identifizieren, was sind die guten Lehrkräfte. Das ist die Herausforderung, da gibt es auch noch nicht so viel Evidenz, so können wir vielleicht später auch mehr darüber sprechen. Genau, jetzt als letzten Punkt Bildung und Chancengerechtigkeit. Ich finde, da hilft das Konzept der Equality of Opportunity, was ja auch Chancengerechtigkeit oder Gleichheit der Chancen bedeutet. Das wurde formalisiert, war ein philosophischer Diskurs vorab. Und man kann sich überlegen, es gibt Determinanten von den individuellen Erträgen, Einkommen, Gesundheit. Und die werden von 2 Arten von Faktoren bestimmt. Einmal die äußeren Umstände und die sind nicht im Einflussbereich vom einzelnen Individuum. Und wenn dadurch Ungleichheit zum Beispiel in den Einkommen entsteht, dann ist das ungerecht. Und das muss die Gesellschaft kompensieren, wenn man ja, dieses Konzept der Chancengerechtigkeit haben möchte. Und dann gibt es Anstrengungen oder Efforts im Englischen, die sind im Einflussbereich des Einzelnen. Wenn man sich mehr anstrengt, dann soll man vielleicht auch mehr verdienen später. Wenn dann Ungleichheit entsteht zwischen denen, die sich mehr anstrengen und denen, die sich nicht so anstrengen, dann ist diese Ungleichheit aber fair nach diesem Konzept. Und generell gilt aber in der Literatur, alles, was in der Kindheit passiert, gehört zu den äußeren Umständen, weil das Kind nicht selbst entscheiden kann, auf welche Schule geht es, in welcher Stadt lebt es gerade und wie gut sind die Lehrer dort und schicken die Eltern das Kind zum Musikunterricht oder nicht. Ja? Also all das sind äußere Umstände, das heißt, das ist tatsächlich was kompensiert werden muss, wenn es nicht gegeben ist, dass da alle das Gleiche bekommen. Und ich denke, das kann man auch mit der sozialen Marktwirtschaft zusammen sehen. Wir sagen ja, die soziale Marktwirtschaft bringt das Prinzip des Wettbewerbs zusammen mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs. Und die ist besonders sozial, wenn sie tatsächlich alle Menschen dazu bringt, ihre Potenziale auszuschöpfen. Aber um diese Potenziale auszuschöpfen, ist eben ein gutes Bildungssystem wichtig, was dazu hilft, dass erstmal die Potenziale auch entwickelt werden können und dann am Ende der Schulzeit jeder und jeder am Arbeitsleben, am Wettbewerb des Marktes dann gut ausgestattet teilhaben kann. Und leider ist es in Deutschland so, dass das schon sehr davon abhängt, wie gut vorbereitet man später ist, aus welchem Elternhaus man kommt. Und das sind diese externen Umstände, die eigentlich ja, so eingeschätzt werden können, dass es ungerecht ist. Hier haben wir mit Daten von den Leistungen im Mathe-naturwissenschaftlichen Bereich angeguckt, wie ist das eigentlich von Klasse 1 bis 9? Wie schneiden die Kinder ab, je nachdem, welchen sozioökonomischen Hintergrund haben? Das ist hier gemessen danach, wie viele Bücher es zu Hause gibt. Das ist so ein ganz guter Proxy. Und hier sieht man, Kinder aus Haushalten mit weniger als 100 Büchern schneiden wirklich sehr, sehr schlechter ab als Kinder aus Haushalten mit mehr als 200 Büchern. Und dieser Abstand bleibt über das ganze Schulleben ziemlich gleich. Also er wird nicht größer, das ist vielleicht schön, aber wird auch nicht kleiner. Und genauso ist es, wenn wir das aufteilen danach, ob ein Kind ohne Akademikereltern groß wird oder nur mit einem oder zwei Akademikereltern, auch da sehen wir diese großen Lücken zwischen den Testleistungen. Und ja, wenn wir es im internationalen Vergleich anschauen, da kann Deutschland auch nicht stolz sein, da wird hier gezeigt, wie
stark hängt die Schülerleistung vom familiären Hintergrund ab. Also wie viel kann ich erklären in den Unterschieden in den Testleistungen, einfach dadurch, dass die Eltern mehr Einkommen haben oder eine bessere Bildung haben. Und da ist Deutschland hier oben die rote Linie. Man kann ganz schön viel einfach nur durch den familiären Hintergrund erklären. Genau, die letzte Folie. Was ist denn für mehr Chancengerechtigkeit wichtig? Was wissen wir da aus der Forschung? Und ich denke, ja, es gibt drei Arten von Programmen und Reformen, die man tatsächlich machen kann, die viel helfen würden. Das eine ist die frühe Bildung. Wir wissen, dass schon ja, die frühkindliche Bildung entscheidend ist, um Kinder vorzubereiten und damit eigentlich die beste Investition ist, um dann gut vorbereitet in der Grundschule zu starten. Und dass es aber leider so ist, dass oft Kinder aus bildungsferneren Familien weniger an den Programmen in Kitas, Kindergärten teilnehmen. Und da gibt es eine Studie hier, das ist auf der rechten Seite, haben Kollegen am IFO-Institut gemacht. Sie haben ein Experiment gemacht und den bildungsferneren Familien Hinweise gegeben darauf, wie man sich denn für Kitas bewirbt. Das kann ja ein ganz schön langwieriger Prozess sein und man braucht viel Insiderwissen vielleicht auch, wen man da anschreibt und ob man den Kuchen vorbeibringt. Und die wurden unterstützt dabei und wie dieser Anmeldungsprozess verläuft. Und das Programm hatte Erfolg und tatsächlich haben diese Familien sich öfter beworben um Kita-Platz und öfter dann den Platz auch in Anspruch genommen. Also allein durch so eine Informationskampagne und tatsächliche Hilfe kann man vielleicht schon viel erreichen. Dann gibt es Studien dazu, dass ja, Deutschland sehr früh die Kinder aufteilt in die verschiedenen Schultypen und dass es für Chancengerechtigkeit eigentlich wichtiger ist, das später zu machen und dann eher innerhalb der Schulen die verschiedenen Schwierigkeitsgrade anzubieten. Und was noch sehr vielversprechend ist, sind Mentoring-Programme für benachteiligte Jugendliche. Da haben wir auch vom IFO-Institut ein großes Feldexperiment gemacht mit einer Stiftung, Rock Your Life, die Studierende zusammenbringt mit Schülerinnen und Schülern von Hauptschulen, Realschulen und die begleiten die, sind so ein bisschen Role Model und sprechen mit denen darüber, was willst du eigentlich später mal machen. Und es sind Jugendliche, mit denen sonst darüber niemand so richtig spricht zu Hause. Und dieses Programm war sehr erfolgreich, also die Motivation ist stark gestiegen, Geduld und Sozialkompetenzen dieser Jugendlichen sind gestiegen und die Arbeitsmarktaussichten einfach gemessen daran, wie gut sind dann die Mathe-Noten, wie gut sind die anderen Noten, was ist die Motivation, sind gestiegen für diese Jugendlichen. Also es gibt Programme, die tatsächlich helfen und ja, da kann die bildungsökonomische Forschung, denke ich, auch mit den Evaluierungen gute Hinweise geben, wo man ansetzen kann, um Chancengerechtigkeit zu verbessern. Ja, und dann freue ich mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt nach vorne. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Ziro. Das war sehr interessant. Bin ich das? Nee. Genau, wir sind jetzt auch vollständig. Das ist doch wunderbar. Frau Dr. Ziro haben Sie jetzt schon gerade kennengelernt. Dann haben wir Dr. Manuel Lösel als Staatssekretär im Hessischen Kultusministerium. Schön, dass Sie da sind, dass es noch geklappt hat. Ein bisschen verspätet, aber ich denke, Sie haben sehr wichtige Punkte mitbekommen, auch vom Vortrag. Und gleich zu meiner Rechten Gerrit Ulmke, Leiter der Helmholtz-Schule hier in Frankfurt und auch momentan noch an einer zweiten Schule am Riedberg aktiv, also bis unter die Decke mit Arbeit ausgefüllt. Schule am Ried. Ah, Schule am Ried. Man lernt nie aus. Gut. Zum Prozedere. Wir sind ja ein recht überschaubarer Kreis. Wir hatten angedacht, dass man auch Fragen stellen kann, wenn man möchte. Wir haben extra ein Mikrofon aufgestellt zu diesem Zweck. Also wenn jemandem
etwas auf der Zunge brennt quasi, wenn wir hier diskutieren, einfach da zum Mikrofon gehen. Das sehe ich ja dann und dann können wir in Kontakt treten. Weil ohne Mikrofon hört man sich halt schlecht, dann ist es schwierig. Also Sie sind herzlich willkommen. Ich denke, das sprengt den Rahmen auf keinen Fall, wenn Sie da eine Frage haben. Das kriegen wir gut unter. Wenn nicht, dann nicht, aber trauen Sie sich ruhig. Also wir nehmen das gerne mit auf. Ich würde gerne gleich bei der Chancengerechtigkeit bleiben, weil das auch Ihr letzter Punkt war. Das hat man noch frisch im Kopf und im Kopf ist, glaube ich, auch aus diesem Vortrag sehr eindrücklich geblieben, dass so viele 15-Jährige, jeder Fünfte, es nicht über Grundschulniveau schafft in Deutschland. Man glaubt es ja eigentlich kaum. Also ich finde das jedenfalls eine ziemlich erschreckende Zahl. Der PISA-Schock liegt ja jetzt schon 20 Jahre zurück, der erste, als eben diese Zahlen dann veröffentlicht wurden und alle eigentlich aufgeschrien haben und gesagt haben, irgendwie das kann nicht sein. Dann ist ja durchaus was passiert. Herr Dr. Lösel, warum ist es nicht gelungen, dass wir jetzt andere Zahlen haben, dass wir vielleicht nur noch jeden 10. 15-Jährigen verlieren? Also ich glaube, es hat sich vieles verbessert. Wir haben direkt nach dem PISA-Schock viele Programme aufgelegt. Ich will vielleicht mal exemplarisch einen Punkt nehmen. Sie haben es ja eben so wunderbar ausgeführt, diejenigen, die in diesem Bereich sind, der eben nicht das erreicht, was er eigentlich erreichen müsste, sind eigentlich die, die von zu Hause nicht die notwendige Unterstützung bekommen. Das sind oft Kinder, Jugendliche, die zu Hause auch eine andere Sprache sprechen, die es gar nicht kennen, dass Eltern mal zu einem Elternabend gehen, die Institutionen schulen, gar nicht so anerkennen, wie das eigentlich sein müsste und wie wir uns das natürlich auch wünschen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass ein Schlüssel zum Erfolg das Beherrschen der Bildungssprache ist. Dass man also wirklich Deutsch sprechen muss, um nicht nur in der Gesellschaft integriert zu werden, sondern auch um in der Schule mitsprechen zu können, um teilnehmen zu können, um Inhalte auch zu verstehen, nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch in Mathematik. Ich kann keine Textaufgabe verstehen, wenn ich nicht unsere Sprache spreche. Also die Sprache des jeweiligen Landes, in dem ich unterrichtet werde. Und deswegen haben wir als ein Beispiel vor 20 Jahren gesagt, wir möchten, dass jedes Kind, das bei uns die erste Klasse besucht, auch teilhaben kann am Unterricht. Und deswegen haben wir Vorlaufkurse eingeführt. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Diese Vorlaufkurse besuchen die Kinder mit Sprachbarrieren ein Jahr, bevor sie in die Grundschule eingeschult werden. Und diese Vorlaufkurse sind wirklich ein Schlüssel zur Teilhabe. Wir haben diese Kurse vielfach evaluiert und haben festgestellt, dass die Situation, die wir vorher hatten, dass so viele das Klassenziel nicht erreicht haben, also die Versetzung in die zweite Klasse, dass dieses Ziel erreicht wird mit den Vorlaufkursen. Wir haben praktisch keine Rückstellungen mehr aus sprachlichen Gründen. Bei denjenigen, die teilgenommen haben an den Vorlaufkursen. Aber okay, da sprechen Sie dann schon einen Knackpunkt an wahrscheinlich. Genau, und es den würde ich gerne noch. Es wird nicht genügend angenommen. Genau, es wird nicht genügend angenommen. Es bleiben wieder diejenigen auf der Strecke, bei der die Eltern nicht sagen, du musst diese Sprache, die in der Schule gesprochen wird, ordentlich sprechen können. Ich schicke dich nicht in den Vorlaufkurs. Und deswegen haben wir diese Maßnahme im vergangenen Jahr verpflichtend gemacht. Also es muss in Hessen jetzt jedes Kind, bei dem dieser Test in der Schule, der nach 4,5 Jahren, also im 5. Lebensjahr abläuft und bei dem festgestellt wird, du hast sprachliche Rückstände, du wirst dem Unterricht nicht folgen können, die Kinder müssen am Vorlaufkurs teilnehmen und damit haben wir dann noch eine Gewährleistung, dass sich eben bewegt werden kann, dann auch in dieser Bildungssprache Deutsch. Das ist so ein Punkt. Deutsch, ja. Das halte ich für extrem wichtig. Dann gibt es zahlreiche andere
Fächer, die auch besonders wichtig sind, gerade die Naturwissenschaften, MINT, das ist ja das, was bei PISA vor allem auch gemessen wird. Und deswegen haben wir vor 2 Jahren uns in der Kultusministerkonferenz zusammengesetzt, nachdem die Ergebnisse einfach nicht besser wurden. Und Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, hallo, das ist jetzt 20 Jahre her. Ja. Ein bisschen dürftig, also da würde man ein schlechtes Zeugnis ausstellen eigentlich. Ne? Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen etwas für die Mathematik tun. Wir starten jetzt eine gemeinsame Fortbildungsinitiative der Länder bezüglich Mathematikunterricht. Wir haben das kompetenzorientierte Unterrichten eingeführt, da kennt sich Gerrit Ulmke ganz besonders gut aus. Wir haben auf Landesebene verschiedene Dinge begonnen, also bei uns beispielsweise auch eine Fortbildungsinitiative im Bereich Mathematik. Wir werden das ausweiten auf die Naturwissenschaften grundsätzlich und haben hier auch einen Ansatz gewählt, bei dem wir sagen, wir wollen, dass nicht einzelne Kolleginnen und Kollegen eine Woche an irgendeiner tollen Fortbildung teilnehmen, in der Hoffnung, dass sie dann montags zwischen der 2. und 3. Stunde, also in der ersten großen Pause, als der große Multiplikator auftreten und dem Rest des Kollegiums mit dem Brot in der Hand mal erklären, wie es jetzt eigentlich geht, sondern wir wollen ganze Fachschaften fortbilden. Wir haben so etwas schon erprobt in Hessen über ein Sinus-Projekt, das vielleicht die Lehrer kennen, die hier sind. Und da musste jeder aus einer Fachschaft teilnehmen. Das ist genau der Ansatz, den wir jetzt wählen, auch bei unserer Mathe-Offensive. Ja, und so gibt es verschiedene andere Bereiche auch, die jetzt in solchen Studien nicht auftauchen, aber die auch extrem wichtig sind. Ich möchte mal die Kulturschule nennen. Kulturelle Bildung, das finden Sie in keiner PISA-Studie, aber das ist einfach extrem wichtig. Es gibt mehr als Deutsch, Mathe, Englisch in Schulen. Da werden wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, dass wir wahrscheinlich auch von dieser Fächeraufteilung vielleicht für die Zukunft weg müssen. Das ist ja auch nicht unbedingt mehr State of the Art, wenn man so 21st Century Skills betrachtet. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, wenn es um die Bildungsqualität geht. Lassen Sie uns noch mal kurz bei der Chancengerechtigkeit bleiben. Herr Unke, haben Sie das Gefühl, dass wir durch diese Aufteilung auch in Länderkompetenzen, dass wir da vorankommen? Oder würden Sie sagen, das sind eher so Hemmschuhe, die uns daran hindern, dass wir schneller als nach 20 Jahren zu Fortschritten kommen? Sie meinen bezogen Föderalismusdiskussion auf die verschiedenen Bundesländer. Also da bin ich wirklich nicht der Experte für. Das ist nur ein persönlicher Eindruck, wie Sie so damit umgehen. Ich bin 2000 nach Hessen gekommen. Ich war vorher in Südamerika tätig, im deutschen Auslandsschulwesen. Und was ich in Hessen erlebt habe in den letzten 20 Jahren, ist wirklich eine immense Zunahme an Geldern und auch an Stellen im hessischen Bildungswesen. Das ist beeindruckend. Wir können an den Schulen eine ganze Menge mehr anbieten, auch mehr Förderung anbieten. Und meine Frage ist, was wäre, wenn wir diese Sachen nicht hätten, auch die du gerade erwähnt hast, wo stünde dann, wo würde dann das PISA-Ergebnis sein? Wäre es vielleicht noch weiter abgefallen? Ist das etwas, dass man einen Boden eingezogen hat? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber aus meiner Sicht, wir müssen Bildung immer vom Kind her denken, von den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Und da ist die Frage, wie wir die bestmöglich fördern. Und Bildungsgerechtigkeit, ich sage bei der Einschulungsfeier von meinen 5-Klässlerinnen und 5-Klässlern immer, ich freue mich über jedes Engagement der Eltern, was gebracht wird. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich erlebe Schülerinnen und Schüler, die in die Schule kommen, wo die Eltern wirklich nichts wissen wollen von dem, was in der Schule passiert. Und wir können uns da, wir können nicht auch noch, gut, wir können Elternarbeit machen, ja, aber wir können keine Eltern zwingen, in die Schule zu kommen und an Bildung der Kinder teilzuhaben. Deshalb, wie gesagt, es ist die Freude da über alle Eltern, die sich einbringen, gleichwohl wissend, dass damit eben eine Förderung derer passiert, die wir hier auf den Statistiken oben gesehen haben. Dieser Widerspruch, ich weiß nicht, wie er aufzulösen ist, ja, mit Fördermaßnahmen, aber auch da gilt, sie müssen angenommen werden. Wenn wir da bei der Chancengleichheit weiter überlegen, wenn Sie sagen,
es muss eigentlich vom Kind her gedacht werden, würde ich sagen, das ist auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir Bildung vom Kind her denken, weil um die Kinder geht es, oder? Liege ich da falsch? Ich bin Schulleiter, ja. Ich bezeichne mich aber nach wie vor zuerst mal als Pädagoge. Dieses ganze Verwaltungsdrumherum, das interessiert mich nicht wirklich. Und das macht mein Stellvertreter Manuel. Also es läuft alles hervorragend, es läuft wirklich alles gut, aber das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist das Kind. Also was heißt nicht die Baustelle, aber das ist, ich bin Lehrer geworden, um Kinder nach vorne zu bringen. Und das mache ich nach wie vor in erster Linie. Und das ist der Blick. Und diesen Blick haben weite Teile aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft einfach verloren. Als Schulleiter muss man eben Schule managen, Schule gestalten, Bildungsprozesse gestalten. Und es ist häufig nicht eine Frage des Geldes, was da ist. Ich nehme wahr, dass eine ganze Menge an Geld da ist. Gut, ich bin Gymnasialschulleiter und die Gesamtschule, die leite ich erst seit 1. August. Da habe ich noch nicht, aber auch da ist genügend Geld, so viel Geld, dass wir nicht mal alle Stellen besetzt haben, ohne dass es jemandem auffällt. Also da sind Stunden da, die wir gar nicht abschöpfen. Aber es wird Geld in Schulen gesteckt, ohne danach zu gucken, was kommt beim Kind an. Ich fordere seit einigen Jahren ein Primat der Pädagogik. Und was ich erlebe, ist ein Primat der Verwaltung. Also nicht erst seit 2020, seit pandemiebedingt, werden die Schulen vollgeworfen mit IT-Ausstattung, aber mit der falschen IT-Ausstattung. Das heißt, wir kriegen nicht die Computer, die wir brauchen oder die Kinder brauchen, wo die Pädagogen sagen, das ist das, was wir brauchen, sondern wir kriegen irgendein Computer in die Schulen geworfen und dann müssen wir damit arbeiten. Ist es denn nicht so, dass Sie vom Kultusministerium her, würde ich jetzt mal sagen, das wäre jetzt der schlauste Weg, man hat Geld, man möchte jetzt Computer kaufen, also fragt man diejenigen, die diese Computer benutzen sollen, was braucht ihr? Und dann kauft man die, oder? Volle Zustimmung, also derjenige, der den Schulen diese Computer gibt, sollte die Schulleiter fragen. Kann auch in eine Gesamtkonferenz gehen, kann mit allen Kollegen sprechen, kann mit der Fachschaft sprechen, die sich besonders interessiert für die Thematik, gebe ich Ihnen 100% recht. Und das passiert nicht. Und ist das Problem. Warum passiert es nicht? Das ist doch jetzt. Ja, da müssen Sie mit dem Schulträger reden. Ich habe jetzt heute keinen Schulträger eingeladen hierher. Also für die Ausstattung der Schulen sind die Schulträger zuständig. In dieser wunderschönen Stadt, ist das die Stadt Frankfurt. Okay. Wir sind zuständig als Land für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Schulleiter. Wir bilden die auch fort und bilden die aus. Und Gerrit Ulmke ist nun so mit die Speerspitze in unserer Bewegung der Digitalisierung. Das war auch schon vor Corona. Und wir haben auch einen Praxisbeirat eingerichtet zu dieser Digitalisierung. Wir haben uns auf der Kultusministerkonferenz auch versucht, dort weiter zu bewegen, haben eine Strategie entwickelt, die heißt Bildung in der digitalen Welt. Aber es geht ja dann auch darum, diese Strategie mit Leben zu füllen. Und deswegen haben wir in Hessen einen Praxisbeirat eingerichtet. Da sind Schulleiter, da sind Lehrer drin, da sind auch Schulträger vertreten. Und die reden sich schlau, die reden auch uns schlau. Aber wir können nicht in die Kompetenzen des Schulträgers eingreifen. Wir haben durchaus Schulträger, gerade wenn es um diese Ausstattung geht, das weiß Herr Ulmke auch sehr gut, die gehen in Schulen, die fragen die Schulleitungen, die fragen die Schulträger, wie stellt ihr euch das vor, welche Anbindung hättet ihr gerne? Es geht ja dann auch immer auch um die Administration, es geht um den Support, das muss abgestimmt sein mit dem Verantwortlichen, mit dem Schulträger, das funktioniert teilweise hervorragend. Teilweise ist es irgendwie anders und er kämpft dafür, dass er das bekommt, was er und was sein Haus braucht. Und ich weiß ja, was du immer wieder vorträgst, Gerrit, das stimmt auch. Es bringt nichts, wenn der Schulträger die Geräte in die Schule liefert und die landen dann im Keller, weil wir eigentlich was ganz anderes brauchen, aber seit Jahren Frühling 20 und so Whiteboards und WLAN. Das war Frühjahr 2020, habe ich gesagt. Dann kamen im November die Computer. Aber
Es hat mich keiner gefragt, welche Computer ich brauche, welche ich will. Das war definiert. Es ist die Anzahl der Computer definiert. Es ist definiert, ob es mobile Geräte sind oder Desktop-Computer. Allein das geht schon nicht. Und es ist auch damals noch definiert gewesen, welches Betriebssystem zu nutzen ist. Und wir wollten ein anderes, die Pädagogen wollten ein anderes, nicht ich will ein anderes. Ich bin kein Experte für Unterricht. Ich bin aber der Experte dafür, mit den Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen, was braucht ihr für guten Unterricht, und dann das versuchen eben umzusetzen. Und wir kriegen einfach dann im November die Sachen dahingesetzt. Und der Mensch von der Stadt sagt mir, Herr Olmke, wenn Sie die Geräte nicht brauchen, dann lassen Sie die original verpackt stehen, wir holen sie in 5 Jahren ab und entsorgen sie. Nein. Und das ist kein Spruch, das ist Wirklichkeit in Frankfurt. Wir kriegen Geräte, die bleiben in den Schulen stehen und die werden dann eben entsorgt nach 5 Jahren wieder. Das ist tatsächlich so. Ich habe dann eben im November diese Rechner gekriegt, November 2020, und ich fragte, wo ist denn jetzt die Präsentationstechnik, die Beamer? Ja, da bin ich nicht für zuständig, sagte der, das macht der Kollege im Nachbarzimmer. Aber wir haben uns nicht abgestimmt und wir stimmen uns nicht ab, weil es ein eigener Beschaffungsvorgang ist. Ich sage, und was ist mit dem WLAN? Ja, das ist der Kollege im anderen Zimmer. Wir stimmen uns aber nicht ab. Das heißt also, im November 2020 habe ich die Computer gekriegt. Jetzt vor 2-3 Monaten, also wir sprechen über Februar, März 22, glaube ich, war es ungefähr, kriegen wir das WLAN, und die Präsentationstechnik ist immer noch nicht da und ich habe keine Vorstellung, wann sie kommt. Und die Computer, die kamen, waren nicht die Computer, die wir wollten, und ich habe einen riesigen Aufwand betrieben, die Computer, die Schule kriegen sollte, den Lehrern zu geben, weil die brauchten, die Schule brauchte eben diese definierten Sachen nicht. Ich habe die Computer, die Lehrer kriegen sollten, einen riesigen Aufwand gemacht, dass sie die Schüler benutzen dürfen. Und die Computer, die ursprünglich für die Schüler vorgesehen waren, die kamen irgendwie ein halbes Jahr nach Pandemie oder länger als ein halbes Jahr nach der ersten Schulschließung. Da hatten wir als Schule schon die Schüler lange versorgt. Die kamen von der Stadt Frankfurt, 100 Laptops ohne Software. So. Jetzt verstehen wir auch, warum dann Frau Dr. Ziro in Ihrer Statistik erscheint, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen der Höhe des Geldbetrages, die man in die Schule steckt, und dem Bildungserfolg, oder? Exakt. Ja, genau. Also das ist, Das ist erschreckend. Ein also ich Beispiel bin jetzt dafür tatsächlich ein bisschen geschockt, weil ich diese Zusammenhänge nicht kannte. Und ich muss sagen, das ist ja, da steht man ja fassungslos davor und denkt sich, das können wir uns nicht leisten. Also Wir haben gerade Ihren Vortrag gesehen und haben gesehen, was das für unsere Gesellschaft als Gesamtes bedeutet, wenn wir so viele Kinder außen vor lassen. Wir können es uns nicht leisten und stellen Computer in den Keller, also schockierend. Sie wollten eine Frage stellen, wenn Sie vielleicht zum Mikrofon gehen können. Das denkt man immer, aber dann ist es nicht auf dem Fernsehbild. Deswegen. Wunderbar, vielen Dank. Also ich glaube, die Strukturprobleme liegen nicht an den Computern, denn zu Hause haben doch alle, selbst wenn sie keine größeren Einkommen haben, ein Smartphone oder einen Computer zu Hause. Ich habe aber eine andere Frage, eine These. Woran liegt es denn, dass der Bereich der außerschulischen Nachhilfe einen solchen Aufschwung genommen hat? Und gibt es dazu Untersuchungen? Ist das nur in Deutschland so oder ist das auch in anderen Ländern so, dass man quasi private Nachhilfe finanzieren muss, um den Kindern sozusagen auf die Sprünge zu helfen? Das wäre meine erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, das Desinteresse der Eltern würde ich nicht als Desinteresse bezeichnen. Ich selber habe 2 Kinder durchs Abitur gebracht und plötzlich wurde die Rechtschreibung geändert. Wie soll man da seine Kinder unterstützen, wenn man sozusagen ständig mit Experimenten konfrontiert wird? Und das Dritte, was ich noch ansprechen wollte, meine Erfahrung ist, Schulen, das ist kein Vorwurf, sondern das ist eine Beobachtung, delegieren sehr viele Dinge nach Hause. Also malen,
Projektarbeiten. Da sind doch meistens die Kinder, die nicht unterstützt werden können, alleine gelassen. Mhm. Muss das denn sein? Vielen Dank. Das sind wichtige Aspekte. Da kommen wir auch in den Bereich der Qualität der Bildung. Also gerade wenn es um diesen großen Bereich Nachhilfe geht, der in Deutschland boomt, absolut boomt. Ich glaube, es gibt kaum noch einen Abiturienten, der nicht mit Nachhilfeunterstützung das Ganze gemeistert hat. Der Markt ist jedenfalls riesig, ne? Also da tummeln sich ja einige Anbieter. Die Frage war auch, wie ist das im internationalen Vergleich? Vielleicht, Frau Dr. Ziro, haben Sie da Daten dazu? Also wie genau und wie groß der Nachhilfemarkt in den Ländern ist, das weiß ich nicht. Es ist aber, denke ich, generell ein Trend, dass es zugenommen hat. Auch Online-Nachhilfe ist ja noch mal leichter verfügbar und jetzt in den letzten Jahren durch die Pandemie vergrößert worden. Man sieht zum Beispiel, in den USA gibt es mit den riesigen Datensätzen zur Internetnutzung auch, dass vor allem die Kinder, die in den reicheren Bezirken leben, dass da so ein Riesenanstieg ist an der Nutzung von Lernsoftware und so in den ärmeren bisschen und dann geht es auch runter. Also das sind dann auch Dinge, wo man sieht, da wird die Ungleichheit noch mal größer, weil eben die Wohlhabenderen sich das leisten können, dann auch die verschiedenen Programme vielleicht zu kaufen und das Wissen haben, wo es die gibt. Was man auch sieht, das war in den USA, gibt es auch viel dazu, dass dann Lehrerinnen und Lehrer abgeworben wurden für diese mehr Privatschulen, ja, Privatunterricht während der Schulschließung, dass da dann Kinder mehr dran teilhatten. Was mich erschreckt hat, wir hatten ja hier das große Paket auch, um die Auswirkungen abzufedern der Pandemie und dann auch die verschiedenen Sommerschulen, Lernprogramme für die Abgehängten. Da haben wir dann in unseren Studien auch gefragt, wer hat daran eigentlich teilgenommen. Und da haben wir gesehen, viele Kinder hat es nicht erreicht, obwohl eigentlich fast alle unter den Schulschließungen gelitten haben. Und an diesen tatsächlichen Nachholkursen oder Sommerbrückenlernkursen, wie es genannt wurde, haben anteilsmäßig viel mehr Akademikerkinder daran teilgenommen als Nicht-Akademikerkinder. Und da kommen wir wieder dazu, wie stark sind die Eltern eigentlich engagiert? Haben manche Eltern das nicht mitbekommen oder wurden die Gelder für diese Kurse ein bisschen so verteilt, dass wer zuerst schreit, bekommt dann dafür die Gelder und dann bekommt es vielleicht die Schulen, die sowieso schon in den besseren Bezirken liegen, wo die Lobby vielleicht größer ist noch an den Eltern. Auf jeden Fall sieht man, dass es nicht so angekommen ist, wie man sich vielleicht vorstellt, erstmal auf den ersten Blick, wenn man sieht, da gibt es jetzt Kompensationsprogramme. Ja, würden Sie auch zum Mikrofon gehen, bitte? Ja, vielen Dank. Ich hätte da eine Anschlussfrage oder zwei Anschlussfragen vielleicht. Und zwar möchte ich Sie gerne unterstützen als Schulleiter, der eben gesagt hat, eigentlich muss man das vom Kind aus denken. Mit diesen Sommeraufholprogrammen, also ich habe bisher nur Kindergartenkinder, habe ich mich aber immer schon gefragt, wie ist denn das vom Kind her gedacht? Die haben jetzt Pandemie und Online-Unterricht hinter sich und dann sollen sie, um den Stoff sozusagen zu büffeln, jetzt nochmal 6 Wochen auch nicht draußen rumturnen, sondern bitte den Stoff aufholen. Und da schließt sich jetzt meine Frage an, das interessiert mich nämlich wirklich von Herzen. Was verstehen Sie unter Bildung? Sie alle, die Sie da sitzen. Also ich denke, wir sind uns einig, dass man in der Schulbildung so gewisse Fakten, Zahlen, Muster und so weiter irgendwie erlernen möchte und sollte. Aber das ist ja nicht alles. Sie hatten in Ihrem Vortrag auch schon auf die außerschulische Bildung abgezielt und zwar jetzt nicht auf den Nachhilfebereich, sondern Sie sagten so en passant, dann ist vielleicht noch jemand, der zum Geigenunterricht geht oder so. Also wenn wir über Chancengleichheit sprechen, müssen wir ja über außerschulische Bildung und alles, was da mit zusammenhängt, das müssen wir eigentlich auch mit einpreisen. Und schon da sind ja die Unterschiede immens. Und ein Schulsystem kann ja das nicht abfangen. Also denke ich manchmal, vielleicht fehlt es der Politik, jetzt bin ich ein bisschen böse, an Fantasie. Also es ist einfach, Geld in Computer zu stecken und dann kann man sagen, ich habe meinen Job getan. Aber es ist ja unheimlich verzahnt alles miteinander. Deswegen würde mich interessieren, was verstehen Sie eigentlich alles unter Bildung?
also im schulischen Bereich und im außerschulischen. Und konkret im Schulischen noch eine weitere Anschlussfrage daran. Es kann ja nicht nur um Fakten gehen, sondern gerade wenn Sie die Pädagogik betonen, geht es ja auch darum, dass man den Kindern Skills beibringt, Hilfe zur Selbsthilfe, Muster erkennen. Also was fällt mir da noch so ein? Ich weiß, wir wissen das ja selber, ne? Dieser genau. ganze Bereich, also, ja. Da ist ja sozusagen der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das würde mich natürlich interessieren, denn dann reden wir eben auch nicht mehr eng über die Schule und allein da gibt es genug zu tun, sondern wenn wir Chancengleichheit beginnt ganz früh oder Chancengerechtigkeit, sagen wir es mal so, beginnt ganz früh und hat auch mit Bildung zu tun. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal, Sie haben ja schon gesagt, Sie denken eigentlich vom Kind her, sehen sich als Pädagogen, also was ist für Sie Bildung? Ja, die Frage ist ja, es geht ja nicht um das Wissen in den Kopf zu knallen, das war vor ein paar hundert Jahren überschaubares Wissen, möglicherweise überschaubares Wissen, was dann Nürnberger Trichtermäßig reingelernt wurde und dann irgendwann wieder für Tests oder so rausgegeben wurde. Darum kann es heute nicht mehr gehen. Deshalb sind wir ja auch weg von diesen reinen Lehrplänen hin zu dem, was der Staatssekretär eben schon als kompetenzorientierten Lernen dargelegt hat. Aber worum es aus meiner Sicht geht, ist doch Freude am Lernen zu erzeugen, dass eben Lernen zu Hause oder in der Schule oder wo auch immer selbstverständlich stattfindet und gut konnotiert ist. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler diesen Prozess des Lernens wahrnehmen als etwas Positives, was sie weiterbringt. Das ist für mich heutzutage Bildung. Herr Dr. Löse, wollen Sie Ihren Bildungsbegriff ganz kurz erläutern? Ich könnte jetzt so viel sagen, es waren so viele tolle Impulse bei den beiden Beiträgen schon. Ich würde nur ganz kurz einen Satz sagen zu Ihrem zweiten Punkt eben. Sprache entwickelt sich. Und deswegen finde ich, dass es da eine Reform mal gibt. Das ist was Normales und das ist etwas Gutes. Und wenn dann selbstständig mit 2ST geschrieben wird, dann ist das so und da muss ich einen Lehrer drauf einstellen, da muss ich auch mal ein Elternhaus drauf einstellen. Ich würde gerne zu diesen Nachhilfefragen noch sagen, wir haben eine andere Situation heute als vor vielen Jahren noch. Es wird unheimlich viel in Schule abgeschoben. Ich habe heute Nachmittag lange zusammengesessen mit Vertretern unserer Bike Schools. Wir haben ja alles in Hessen, unter anderem auch Fahrradschulen. Die werden ausgestattet mit Fahrrädern, das zahlt zum Teil die AOK, zum Teil wir und da werden Lehrer fortgebildet und dann lernen die Schüler ganz toll Fahrrad fahren. Und die waren heute Mittag als Lobbyisten sozusagen bei mir, um zu sagen, wir müssen es unbedingt ausweiten, denn Fahrradfahren ist wichtig. Und dann kamen sie natürlich auch mit Klimawandel und alles richtig. Ne? Aber ich habe dann irgendwann auch mal die Frage gestellt, also wenn ich mich richtig zurückerinnere, hat mein Vater mir das Fahrradfahren beigebracht? Gibt es diese Menschen eigentlich noch? Also allen Ernstes. Ja gut, wir sprechen ja und dann reden wir über Defizite über Nachhilfe, im Elternhaus. Ne? Also und dann reden wir über Nachhilfeinstitute. Ganz viele von denen, die Nachhilfeunterricht bekommen, sind durchaus in einem Elternhaus, das von den intellektuellen Fähigkeiten her eigentlich dazu in der Lage wäre, so wie es früher ja schon mal war. Wir können ja mal kurz die Augen schließen und wir sind ja alle so mehr oder weniger eine Generation. Ja, Sie nehme ich mal aus, aber die meisten von uns. Also ich habe schon mal mit meiner Mutter da gesessen früher und habe dann irgendwelche Vokabel gelernt oder sowas. Ich finde das auch nicht total verwerflich. Nee, ist es natürlich auch nicht, aber es manifestiert natürlich wieder die Unterschiede. Wenn man ein Kind ist aus einem Haushalt, wo die Mutter das leisten kann, hat man einen Vorteil. Wenn man aus einem Haushalt kommt, wo keiner die Sprache richtig spricht oder eben auch das einfach intellektuell nicht geht, deswegen dann hat man einen Nachteil. Deswegen bin ich so ein Fan dieser Sprache, ja. Dass diese Sprache erlernt wird. Und wir haben in unseren Ganztagsschulen, es ist ja mittlerweile fast jede Schule in Hessen eine Ganztagsschule,
Wir haben dort AG-Angebote ohne Ende, Förderangebote bis zum Anschlag. Und es gibt praktisch niemanden mehr, der sich nicht irgendwo einwählen kann, entweder in so einem, ich nenne das jetzt mal Nachhilfekurs, damit jeder versteht, oder in eine Förderung oder eine Kompensation, in eine Hausaufgabenbetreuung, um das zu erfahren, was früher auch mal Eltern geleistet haben. Also das leistet das System Schule heute schon, weil, wie es Gerrit Unke eben völlig richtig gesagt hat, wir wahnsinnig viele Ressourcen gerade in diesen Ganztagsbereich geben, damit eben das unterstützt werden kann, was der eigentliche Unterricht bietet. Das ist die Definition eigentlich von Ganztag, Unterstützung des Regelunterrichts und auch von dem, was wir an Mehrzuweisungen in Schulen geben. Also wir geben ja in Hessen nicht nur diese 100% zur kompletten Unterrichtsabdeckung, sondern nochmal 4 bzw. 5% obendrauf. Und die sollen auch dazu verwendet werden. Und es ist mehr als Deutsch, Mathe und Englisch. Ich habe es eben schon mal gesagt. Es ist auch Sport, es ist auch kulturelle Bildung, es sind die Gesellschaftswissenschaften, es ist Philosophie und vieles, vieles mehr. Und das gehört alles zu einer umfassenden Bildung. Herr Ulmke leitet ein großes Gymnasium. Die Schüler erlangen dort eine allgemeine Hochschulreife. Allgemeine Hochschulreife. Und da steckt natürlich auch einiges dahinter. Wir müssen uns ja an anderer Stelle oft sagen lassen, dass die Kinder dort Dinge lernen, die für sie völlig uninteressant sind. Chemie, Physik, das sagen sie mal im Chemie- oder Physiklehrer, der sieht das ein bisschen anders. Und dann kommt immer wieder diese Klassiker und sie können nicht mal ihre Steuererklärung machen. Also ich kenne wenig, relativ wenig 16-Jährige, die sich ständig eine Steuererklärung machen. Aber muss man Wirtschaft auch ist nochmal so ein Bereich, der ein bisschen vernachlässigt wird. Wirtschaft ist ein Bereich. Lassen Sie uns nochmal an der Chancengerechtigkeit bleiben. Wir, wenn Sie nach Ganztagsschule erwähnen, sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt. Und da greifen wir auch auf, was Sie sagen, dass Bildung ja viel mehr ist als nur diese Schulfächer. Und manche Kinder natürlich, wenn sie zu Hause zum Beispiel ein Musikinstrument lernen oder eben dann zum Sportunterricht animiert werden und so weiter, Vorteile haben. Jetzt haben wir gesehen, auch bei Ihren Folien, die Grundschule schafft es nicht, die Bildungsunterschiede, mit denen die Kinder in die Schule kommen, anzugleichen. Es bleibt diese Lücke zwischen den Kindern aus den Haushalten, wo eben mehr geboten wird und aus denen, wo weniger geboten wird. Warum schaffen wir das nicht, das mehr anzugleichen, wenn wir jetzt über Ganztagsschule reden, wenn wir wirklich versuchen eigentlich die Angebote, also das wäre jedenfalls ein Ansatz, den ich für richtig empfände, dass man diese Angebote, die Eltern aus Akademikerfamilien leisten, dass die auch durch Ganztagsangebote Kindern, die das von zu Hause her nicht bekommen, zugänglich gemacht werden. Musikinstrument, auch Spiel nochmal auf ganz andere Art und Weise. Vielleicht haben Sie eine Frage dazu direkt? Ich habe dazu was, nämlich warum schaffen wir es denn nicht überhaupt, die Kinder überhaupt zu beschulen? Wir haben seit dem 24. Februar einen ziemlichen Zuwachs an Schülern, nämlich die ganzen jungen Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen. Ich gehöre zum Unterstützerkreis von einer größeren Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen oder Reisenden, wie man sie auch immer nennen mag. Und wir schaffen es nicht, die Kinder in die Schule zu bekommen. Also das heißt, von wegen Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und dergleichen mehr ist... Wir verzweifeln. Ja, weil, das ist jetzt natürlich nochmal ein Spezialproblem. Ich meine, man kann einen Computer 5 Jahre in den Keller stellen und sagen, dann entsorgen wir ihn. Wir können doch aber diese Kinder, die wirklich sehr aufgeschlossen, sehr bildungsinteressiert sind, die bereit sind zu lernen, nicht einfach jetzt schon seit 5 Wochen zu Hause sitzen lassen, sie in ihren Smartphones eintauchen, verschwinden lassen, in den Computer spielen. Und also ich denke, unser Unterstützerkreis spricht ausreichend gut Deutsch, um eigentlich sie zu unterstützen. Aber wir möchten gerne die Schulen unterstützen. Nur dann haben wir ein Kind fast drin, dann wird es wieder nach Hause geschickt. Weil es die Sprache nicht beherrscht. Das kann doch alles nicht sein. Also ich bin da völlig verzweifelt, dass wir es nicht schaffen, innerhalb von 5, 6 Wochen, die wir jetzt schon im Zeitlauf drin sind, diese Kinder in das Schulsystem einzugliedern.
Nun sind 5 Wochen in Sachen Schule ja wirklich ein Wimpernschlag. Jetzt heißt es vielleicht nach Ostern. Sprechen Sie von Frankfurt oder von Ich spreche von Frankfurt. Okay, also ich weiß, an der einen Schule, die ich leite, da sind die ersten Kinder aus der Ukraine angekommen und die sind aufgenommen und so. Deshalb wundert mich das jetzt, ich kann nicht nachvollziehen, wo hapert es. Es heißt, es muss jedes Kind muss ein Einzelgespräch führen durch dieses AZK oder sowas. ABZ. Dankeschön. Ein Kind hatten wir schon fast in der Holzhausen-Schule drin, also Grundschule. Es wurde wieder nach Hause geschickt, weil irgendwie die Behörden dann doch gesagt haben, nee, so einfach kann man nicht einfach ein Kind hier aufnehmen. Also ich verstehe es nicht. Ich bin selber in meiner Jugend Flüchtling gewesen. Ich bin, wenn ich an einen neuen Ort gekommen bin, nach 2-3 Tagen in die Schule gekommen. Und ja, es war jedes Mal ein Schock. Es war jedes Mal neu. Aber das ist das Leben. Klar, aber jetzt haben wir eine Spezialsituation mit relativ vielen Kindern auf einen Schlag. Die gibt man keine Chance. Naja, also ich glaube, das Bemühen ist schon da. Wir haben auch schon berichtet jetzt über erfolgreiche Vermittlung von Kindern in Schulen und ich glaube, es wird wirklich daran gearbeitet. Ich verstehe, dass Sie da natürlich eine schnellere Lösung wollen, aber ich glaube, das Spezialproblem führt uns jetzt zu sehr weg. Das führt zur Chancengleichheit. Das ist doch genau das Thema. Ja? Das ist aber jetzt erstmal schon nochmal ein Spezialding, weil die Chancen sollen ja gegeben, es wird denen ja nicht verwehrt, aber wenn wir über 5 Wochen sprechen, klar ist das für ein Kind erstmal ein langer Zeitraum, aber es ist im Verhältnis immer noch, wir hatten jetzt Schulschließungen über Monate, wo Kinder nicht beschult wurden, obwohl sie nicht geflohen waren, sondern am Ort geblieben sind. Also klar, es ist immer tragisch, wenn man... Die Corona-Schließungen kann man meiner Ansicht nach nicht damit vergleichen, mit der Situation, die wir jetzt haben. Denn bei der Corona-Schließung ist ja dann digital oder per Post oder dergleichen Material gegeben worden. Aber wir kriegen ja gar kein Material. Wir kriegen ja keine Unterstützung, um diese Kinder irgendwie zu beschulen, ihnen irgendwas anzubieten. Es gibt sogar Material, haben wir berichtet im Radio drüber, aus der Ukraine, von den Schulen, die digital für die Kinder Unterrichtsmaterial anbieten, um sie weiter eben da bei der Stange zu halten. Klar, es ist ein schwieriges Problem, aber es sind, glaube ich, die Beteiligten dran, da was zu lösen. Wenn wir dann nochmal bei der Ganztagsschule vielleicht dranbleiben, Frau Dr. Ziro, haben Sie da Daten auch darüber, wie sehr sich ein Ganztagsschulangebot, und wo es jetzt nicht nur darum geht, dass die Kinder auch ein Mittagessen kriegen und dann noch länger in der Schule bleiben, sondern wo wirklich ein Angebot da ist, auch an Freizeitmöglichkeiten, dass das Auswirkungen hat auf diese Angleichung? Mhm. Ich fange einmal kurz dazu an. Also aus meiner Sicht und aus dem, was wir auch vom Institut sagen, ich denke, das ist wirklich oberste Ziel, die Kinder aus der Ukraine schnell in den deutschen Schulalltag zu integrieren. Das, je mehr Zeit vergeht, desto schlimmer für die Kinder, aber auch umso mehr verpasste Chance auch für das deutsche Bildungssystem, nur das dazu. Zu den Ganztagsschulen, ich denke generell ist das schon ein Konzept, wo viele sich erhoffen, dass Bildungsgerechtigkeit gestärkt wird, weil man einfach davon ausgehen kann, statt eine Situation, wo die Kinder um 12 nach Hause gehen, die einen bekommen ein tolles Programm mit übertrieben Ballett und Tennis und Schach und die anderen haben keine Mama und Papa zu Hause, weil die arbeiten müssen und sitzen vor dem Fernseher und essen schlechte Sachen. Also wenn man das so dramatisch sieht, wäre die Hoffnung, alle sind zusammen in der Ganztagsschule, bekommen gutes Mittagessen und bekommen dann alle dort Musikunterricht und Sport und können da die teuren Hobbys machen. Ich glaube, und wir wissen aus Ländern wie die skandinavischen Länder, da ist es auch so aufgebaut. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass wir dabei sind, das umzustellen, dass wir Schulhäuser haben, die gar nicht darauf ausgerichtet sind, einen Ganztag zu haben. Es gibt eigentlich in vielen Schulen keine Mensa, wenn, dann muss das alles umgebaut werden. Es gibt nicht so viele Räume, um wirklich als Grundschulkind einen ganzen Tag zu verbringen. Also in Norwegen war ich mal in den Schulen, da hat eine Klasse hat so 3 Räume, eine kleine Küche dabei, eine riesen Garderobe, wo die Gummistiefel alle stehen. Ja, man
sieht ganz anders aus. Da kann man sich vorstellen, da bleibt man gerne den ganzen Tag. Hier in einem klassischen Großstadtklassenzimmer, wo man dann zu 25 Kindern den ganzen Tag da zusammensitzt und vielleicht in der Mittagspause sogar im Klassenzimmer selbst, so ist es in München zumindest, oft auch noch im Klassenzimmer dann eine Brotzeit macht. Und dann ist es natürlich was ganz anderes. Und dann kommt dazu, dass es in den meisten Fällen, ich weiß nicht, wie es jetzt in Hessen oder Frankfurt ist, in den meisten Fällen ist es kein gebundener Ganztag, dass tatsächlich die ganze Klasse zusammenbleibt dann auch, sondern oft dieser offene Ganztag, wo Kinder dann je nachdem, wie die Eltern Zeit haben oder was die Eltern organisieren können, die Kinder dann um eins abholen, um zwei abholen und die, wo die Eltern keine Zeit haben, keine anderen Möglichkeiten, die Kinder um fünf abholen. Also es geht dann um die Betreuung, aber die Idee, dass dann tatsächlich die ganze Klasse zusammen ist und von hochwertigen Maßnahmen profitieren kann, die angeboten werden, davon ist, glaube ich, die Mehrheit der Schulen dann noch weit entfernt und deswegen können diese Hoffnungen in den Ganztag, denke ich, nicht so sehr erfüllt werden. Wir haben in einer Studie jetzt das angeschaut, da sieht man schon leichte Verbesserungen bei Kindern, die so einen Ganztag besuchen. Da haben wir, die meisten sind im offenen Ganztag, weil es eben so wenig Schulen im gebundenen gibt, Schüler im gebundenen Ganztag gibt. Da gibt es schon leicht positive Effekte, wir sehen aber nicht, dass die Gruppen, die typischerweise weit auseinanderliegen in ihren Leistungen, dass da die Unterschiede kleiner werden. Also so dieses Versprechen ist jetzt noch nicht so sehr eingelöst. Ist wahrscheinlich noch zu wenig umgesetzt an dem Idealzustand, ja, den man sich da vielleicht erhoffen würde. Wie sind da Ihre Pläne vom Kultusministerium her? Also unser Ansatz in Hessen sieht so aus, dass wir es den Menschen überlassen, ob sie, wie Sie sagen, in einen gebundenen Ganztag gehen oder, ich bleibe jetzt mal bei Ihrem Terminus, in einen offenen Ganztag. Bei uns entscheiden die Schulgemeinden, das ist die Schulkonferenz, das oberste Entscheidungsgremium einer Schule, und die sprechen sich dafür aus, in welche Form der Ganztagsbetreuung eine Schule geht. Und ich muss sagen, ich finde das genau richtig. Wir sehen, dass es mehr Schulen werden, die in gebundene Formen gehen. Aber wir haben gerade so im ländlichen Raum durchaus Schulen, in denen es ein Betreuungsangebot gibt, das es hier vielleicht in Frankfurt nicht gibt. Mit Großeltern, die am Nachmittag was unternehmen wollen mit den Kindern, mit funktionierenden Vereinen, mit Kirchengemeinden, mit Musikschulen. Die kann man in die Schule holen, das ist völlig klar. Aber man kann auch außerhalb einen Musikunterricht wahrnehmen. Und deswegen, wir machen dieses Angebot. In Hessen wird jede Schule, die das möchte, eine gebundene Ganztagsschule. Aber wir lassen auch offene Formen zu. Und wie gesagt, meine feste Überzeugung ist auch, dass es der richtige Weg ist. Aber ich sehe, dass es eine Bewegung hingibt zu mehr gebundenen Ganztagsangeboten. Aber wir kamen ja auf die Thematik über die Chancengerechtigkeit. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie Sie es eben völlig richtig sagten, Frau Henk, die Eltern, die eigentlich ihre Kinder in diese Angebote schicken sollten, die machen es eben nicht. Und das, was wir leisten müssen, ist, wir müssen den Eltern klar machen, dass diese Institution gut für sie ist und gut für ihre Kinder ist. Mein größtes Ziel war es immer, ich habe auch Haupt- und Realschule früher unterrichtet, bin auch Gymnasiallehrer und Grundschullehrer, ich fand das alles spannend irgendwie. Und ich habe oft erlebt in diesem Haupt- und Realschulbereich, du kriegst die Eltern nicht zum Elternabend. Und wenn sie da nicht hingehen, dann gibt es überhaupt keinen Draht, den man pflegen könnte, um über genau diese Kinder, für die man sich ja zu 90% seiner Zeit einsetzt, gemeinsam einen Weg zu finden, damit diese Chancengerechtigkeit funktionieren kann. Deswegen haben wir, ich kann jetzt wieder nur mit Beispielen aus Hessen kommen, ein System etabliert, und da kann auch jede Schule draufspringen, der Familienklassen. Diese Familienklassen holen Eltern in die Schule, die nehmen an einem Tag in der Woche am Unterricht teil, Familienbegleiter besucht, um diese Verbindung herzustellen. Ich glaube, wir können den Tag über alles machen, was wir wollen. Da können wir eine offene oder eine gebundene Ganztagsschule sein. Wenn wir den Draht nicht finden zu den Eltern und die
außerhalb dieses Schulalltags mit uns gemeinsam agieren, dann ist es immer schwierig. Also wenn wir, ich meine das jetzt nicht negativ, aber wenn es in so eine Parallelwelt dann geht, eine andere Sprache gesprochen wird, eine andere Kultur komplett gelebt wird, dann ist es für ein Kind da unheimlich schwer, nehmen wir jetzt mal das Wochenende, am Montagmorgen zurückzukommen und dann wieder in diese andere Welt einzutauchen, die eben bis zum Sonntagabend nicht existent war. Und je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist es. Und Sie haben es am Anfang gesagt, was wir am Anfang nicht hinbekommen. Dem laufen wir immer, immer, immer hinterher. Und deswegen braucht es den engen Draht zu den Eltern. Da mehr verpflichtend zu machen, damit die Eltern erst gar nicht vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie ihr Kind dahin geben, sondern es einfach selbstverständlich ist, dass das Kind dort teilnimmt, dann bräuchte man diese Hürde ja nicht mehr zu nehmen. Dann wäre die gar nicht da, weil es ist verpflichtend, dann ist das Kind dabei. Da gibt es für die Eltern keine andere Möglichkeit. Also ja, aber sonst gehen wir ja in 20 Jahren immer noch damit. Ja, ich sagte ja, wir machen die Vorlaufkurse jetzt verpflichtend, damit die Sprache gelernt wird. Aber ich kann doch nicht, ich habe eben vom ländlichen Raum gesprochen, ich kann doch nicht sagen, die deutschen Kinder können mittags von der Oma abgeholt werden und die ausländischen müssen hier bleiben. Nö, wenn alle da bleiben. Ja, aber dann gehen wir weg von dieser Prämisse, wir lassen die Eltern entscheiden. Das kann man alles machen. Ich bin ein Freund davon, die Eltern entscheiden zu lassen, aber da, wo es notwendig ist, Angebote zu machen. Deswegen ist es, wie gesagt, wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass die Eltern, dass die Lehrer den Eltern erklären, hier, das ist ein Angebot, das ist wichtig für dein Kind. Wir haben ja ganz oft auch Elternhäuser, die besonders an den Abschluss denken, gerade bei ausländischen Kindern, also die Kinder fast zum Abitur, ich lasse das Wort weg, aber die unbedingt wollen, dass sie ein Abitur ablegen. Und, aber auch die kriegen sie oft nicht in diese unterstützenden Angebote und da bedarf es immer wieder Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Herr Ulmke, wie ist Ihre Erfahrung? Landen dann tatsächlich wieder nur die Kinder aus den Akademikerhaushalten an Ihrem Gymnasium? Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Also das kann ich sagen, ist kategorisch ausgeschlossen. Aber es ist schon so, ich habe mich hier ein bisschen zurückgehalten, weil meine Perspektive ja in erster Linie eine gymnasiale Perspektive ist. Aber wir haben diese Angebote, wir haben diese Nachmittagsangebote, wir haben die Musik, wir haben den Sport am Gymnasium. Also das Angebot ist da. Ich mache allerdings eben auch die Erfahrung, dass Nachhilfe, ich mag Nachhilfe überhaupt nicht, nicht nur von denen nachgefragt wird, die es sich leisten können, sondern der Schulträger Stadt Frankfurt zahlt auch Nachhilfe für die Kinder, die es sich nicht leisten können. Und das ist, also das, dieses Nachhilfe ist ja etwas, was durch die Bank nachgefragt wird. Und ich habe auch mir schon sagen lassen, der kriegt Nachhilfe, wo ich sage, wir haben die Angebote hier in der Schule, ja, aber die kosten ja nichts, von daher können die nicht sein, deshalb Nachhilfe. Also auch das habe ich mir schon sagen lassen. Nein, es sind nicht nur die Akademiker, überhaupt nicht. Also Frankfurt, wie gesagt, das ist ja, die Gymnasien sind ein Abbild dieser der Frankfurter Gesellschaft in jeder Hinsicht. Und deshalb ist es keine Förderung mehr von hauptsächlich Akademikerkindern. Und also das, nein, wir sind eine ganz, ganz bunte Gesellschaft. Ich glaube, da haben wir einen guten Übergang zur Qualität der Bildungsangebote. Das haben wir ja auch an Ihren Grafiken gesehen. Ganz entscheidend sind die Lehrkräfte. Und wie Sie es gesagt haben, das bis zu 4 Jahre kann das ausgleichen. Also das sind ja wirklich immense Zahlen. Das hält man kaum für möglich. Wobei wir wahrscheinlich auch alle die Erfahrung gemacht haben, wenn man in einem Fach einen guten Lehrer hatte, jemand, der Begeisterung vermittelt hat, dann hat man sich für dieses Fach auch deutlich mehr interessiert, als wenn es ein Lehrer oder eine Lehrerin war, die halt da so ihre Stunde abgerissen hat. Also wie ist das mit dem Engagement der Lehrer? Also das ist das A und O, ganz, ganz einfach. Also das hat ja auch die Haiti-Studie gezeigt seinerzeit, es kommt auf die Lehrperson an. Also ich habe hier immer gesagt, also so im privaten Kontext, es nützt das beste Gymnasium in Frankfurt nichts, wenn man den schlechtesten Lehrer hat, dann lieber das schlechteste Gymnasium, beziehungsweise was ist das schlechteste Gymnasium, das mit dem schlechtesten Ruf, wenn ich da den besten Lehrer habe. Und das ist auch der größte Teil meiner Zeit, den ich im Fokus habe, Lehrerinnen und Lehrer vernünftig ausgebildet zu wissen, sie vernünftig auszubilden
und bei der Einstellung genau darauf zu achten, dass ich Lehrerinnen und Lehrer kriege, die engagiert sind, die was wissen, die wissen auch, wovon sie reden und die auch was verändern wollen. Nichts schlimmer als diese Karikatur des Lehrers morgens recht, abends nachmittags frei und Lehrberuf gewählt, weil viel Urlaub oder gutes Gehalt. Diese Karikaturen gibt es relativ weniger, aber es gibt eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die ja besser möglicherweise einen anderen Beruf gewählt hatten. Und da dann nachzuqualifizieren und beziehungsweise schon im Studium darauf zu achten, deshalb haben wir auch das Praxissemester zumindest im Gymnasium in Frankfurt, inzwischen ist es wohl auch ausgedehnter, dass Studierende gleich am Anfang ihres Studiums ein Gefühl dafür kriegen, ist das der Beruf, den ich habe oder den ich haben will oder nicht. Und auch Studierende schon in die Schule zu holen und sie zu behalten, eben für Vertretungsstunden, für Praktika, um dann die weiterzuentwickeln im Blick auf die nächsten Jahre, dass man eben den entsprechenden Referendarsplatz anbietet und hinter eine Stelle, das ist teilweise über Jahre im Voraus, habe ich Menschen im Blick. Aber was auch zur Wahrheit dazugehört, wir können nicht wirklich wählen. Also an der einen Schule habe ich eben noch ein paar Stellen unbesetzt. Nicht, dass es auffällt. Also wir haben diese kooperative Gesamtschule ist einfach über die Maßen gut versorgt. Ich habe da jetzt zwei Lehrer in den Hauptschulklassen, ich habe zwei Lehrer gleichzeitig in den IK-Klassen, also Intensivklassen, wo die Kinder Deutsch lernen müssen. Das habe ich also doppelt gesteckt und trotzdem hätte ich noch, ich glaube, zwei Lehrerstellen, die ich haben könnte. Aber es gibt keinen auf dem Markt. Der Markt ist leer. Und selbst wenn ich daran denke, ich würde ja auch Studierende jetzt schon einstellen, eben für eine Doppelsteckung, die gibt es nicht. Und das ist eben ja ein Problem, was ich glaube, was auch noch auf uns verstärkt jetzt auch auf die Gymnasien und Gesamtschulen zukommt. Wir hatten das schon im beruflichen Bereich mit Elektro- und Metallbau. Wir hatten das in den Grundschulen, wobei wir ja jetzt auch eben Gymnasiallehrer an die Grundschulen abordnen, die dann eben bei uns im Gymnasium sind und in dritter, vierter Klasse Grundschulen eingesetzt werden. Aber der Markt ist leer. Und manche Kolleginnen und Kollegen, da ist man dann als Schulleiter zweimal der Held. Einmal, wenn man sie einstellt, weil man eine Lücke gestopft hat und das zweite Mal, wenn man sie nach einem halben Jahr dann nicht weiter beschäftigt, weil der Unterricht so war, wie er denn war. Also da kommt noch einiges auf uns zu, aber da bin ich wie gesagt nur derjenige, der sagt, ich will entwickeln. Und ich bin, wie gesagt, hinter meinem Kollegium stehe ich von der Helmholtz-Schule. Da hat die FNP seinerzeit berichtet, nach dem zweiten Lockdown, glaube ich, war es, hat sich eine Mutter entsetzt geäußert, große Seite in der FNP, wie schlecht der digitale Unterricht war. Riesenartikel und im letzten Drittel heißt es dann, neidvoll geht unser Blick zur Helmholtz-Schule, die ein Freund aus dem Fußballverein unseres Sohnes besucht. Diese Schule galt schon im ersten Lockdown als Leuchtturmschule, weil die Lehrer anpackten, anstatt zu jammern. So, und das ist genau die Menschen, die brauchen wir, Lehrer, die anpacken, anstatt zu jammern. Die zu entwickeln, ist Kernaufgabe der ersten, zweiten, dritten Phase. Aber dieses Lehrerproblem, das haben wir jetzt und es wird nicht weniger, sondern es wird mehr werden. Es gehen sehr viele Lehrer in den nächsten Jahren in Rente und es kommen zu wenige nach. Das Problem ist bekannt. Was machen wir dagegen? Ja, also wir müssen es erstmal differenziert betrachten. Wir haben eine Talsohle im Grundschulbereich. Wir haben deswegen vor einigen Jahren Verträge geschlossen mit den lehrerbildenden Universitäten. Und die Korridore wurden geöffnet, da werden also viel mehr ausgebildet, die kommen jetzt langsam ins Referendariat, können dann übernommen werden. Wir haben Maßnahmen aufgelegt, wie beispielsweise Haupt- und Realschullehrer in Grundschulen, Gymnasialschullehrer in Grundschulen, was auch pädagogisch im Übrigen total sinnvoll ist. Also ich war oft Klassenlehrer, 5., 6. Klasse im Gymnasium. Und einfach mal zu sehen, wo die eigentlich herkommen, ist eigentlich extrem spannend. Ich finde, wenn wir es mal von der fachlichen Seite sehen, müssten wir eigentlich in jedem Gymnasium mal mindestens einen abordnen an Zubringergrundschulen, damit der Übergang funktioniert. Dieser Übergang 4-5, das ist der schwierigste in der ganzen Schullaufbahn. Und wenn man dann Pädagogen hat, die den begleiten, ist das eigentlich ideal.
Aber ist das jetzt auch vom Kind her gedacht, der absolut. Richtige Weg? Weil, ist absolut vom Kind her gedacht. Braucht ja eigentlich, also Grundschullehrer haben ja andere Qualifikationen als Gymnasiallehrer und gehen auch nochmal ganz anders mit den Kindern um. Ich würde einen Gymnasiallehrer auch nicht in die erste, zweite Klasse stecken. Also schreiben lernen, lesen lernen, das sind bestimmte Kompetenzen, die kann man sich auch aneignen. Aber dennoch dieser schwierige Übergang, wie gesagt, 4, 5, den begleiten zu lassen von einem Lehrer, das kann genauso gut andersrum passieren. Ein Grundschullehrer ist auch in der Lage, 5., 6. Klasse zu unterrichten, wenn er in den Fächern ausgebildet ist. Aber grundsätzlich finde ich das gut. Es ist aus der Not geboren, aber es ist fachlich einfach total sinnvoll. Sehen Dann, Sie auch so. Darf ich dazu gerade? Ich habe genau diese Erfahrung auch gemacht. Als dieses Projekt aufgelegt wurde, habe ich mit den Grundschulleiterinnen in meiner Nachbarschaft gesprochen und ich habe ihnen gesagt, ich schicke euch die besten Kolleginnen und Kollegen rüber, die in die Grundschule kommen, weil ich ja Interesse daran habe, an diesem Austausch. Und die Besten sind die Motivierten, die wollen eben gucken, wo kommen die Kinder her in der 4. Klasse und sollen sie dann rüber begleiten in die 5. Klasse. Und gerne hätte ich auch Grundschullehrer bei mir dann gehabt in der 5. Klasse, aber gut, das ist eben jetzt die eine Richtung, die läuft. Ich hatte diese Idee auch schon, ich habe das schon selbst mal erlebt in Mittelhessen, wo ich ursprünglich mal herkam, bevor ich nach Frankfurt gezogen bin. Da haben wir so gearbeitet, eben Kolleginnen an die Grundschule, Grundschulkolleginnen an die weiterführende Schule. Und das, um die Schülerinnen und Schüler auch zu begleiten, das geht in Frankfurt aber nicht ganz so elegant, weil die Schülerinnen und Schüler im Übergang 4-5-4 weitenteils verlost werden. Da ist ein System etabliert worden. Wir hatten ein hervorragendes System, was vom Kind her gedacht wurde, was von Eltern gegen die Wand geklagt wurde und wo dann hinterher nicht man die Gesetze so geändert hat, dass das pädagogische System implementiert wurde, sondern wo man alles daran setzt, dass das Verfahren juristisch wasserdicht ist. Also damit entzieht man uns jetzt ein bisschen die Möglichkeit der Kooperation mit den Grundschulen. Was war dieser pädagogische Ansatz, es später zu machen, den Übergang? Nee, das steht ja nicht an. Ich bin 2012 Schulleiter der Helmholtz-Schule geworden. Da war es so, wenn Eltern ihre Kinder von der Grundschule an die weiterführende Schule anmelden, dann hatten die drei Wünsche, durften die angeben, drei Schulen sich wünschen. Und wir Schulleiter von den weiterführenden Schulen haben uns zweimal getroffen, um wirklich für die Kinder ideale weiterführende Schulen zu finden. Und das führte dann eben dazu, dass diese drei Schulen, das war gegen die Vorschriften, es durften nur zwei sein und da haben eben Eltern gegen geklagt und dann hat man eben gesagt, gut, dann sind es nur zwei und ihr Schulleiter, ihr trefft euch auch nicht zweimal wie bisher, sondern ihr trefft euch einmal. Und das Konstrukt führt jetzt dazu, ich mache es jetzt mal mit drei Schulen exemplarisch, Helmholtz-Schule im Ostend. Ich habe seit Jahren, bin ich überbucht, ist die Schule überbucht und jetzt in diesem Jahr, also die Zahlen sind nicht hundertprozentig korrekt, von daher fiktiv, aber geben ein gutes Beispiel. Ich habe 20 Schüler zu viel. Vor Jahren hätte ich geguckt, wer hat den Zweitwunsch Gagan-Gymnasium, das altsprachliche, auch im Ostend. Das wären 20 gewesen, die hätte ich da hingegeben, die Kinder. Das heißt, das Gagan-Gymnasium hatte 20 Kinder zu wenig. Ich gebe 20 Kinder rüber mit Zweitwunsch Gagan-Gymnasium. Der Schulleiterkollege dort wäre glücklich gewesen, ich wäre glücklich gewesen und 20 Eltern wären fast glücklich gewesen, Zweitwunsch immerhin. So, was ist jetzt der Fall? Ich habe 20 Kinder Gagan zu viel, die darf ich aber nicht ans Gagan geben, sondern ich muss aus den 140 20 Kinder rauslosen, die dann an die Zweitwunschschule geschickt werden. Und wenn ich da jetzt eben die Musterschule nehme, auch eine Schule etwa in der Nähe, die hat genau gerade der Schule 20 Mal seine Zweitwunschschüler, obwohl die Schule dicht ist. Und dann wird über diese 20 Kinder, die werden dann verlost frankfurtweit. Und die gehen dann nach Höchst, die gehen an die Liebig-Schule, nach Hausen. Und da werden 20 Kinder einfach jetzt durch Frankfurt verteilt, wo sie vorher in die Nachbarschaft gekommen wäre. Und das ist nicht mehr vom Kind gedacht. Das ist eine Katastrophe. Eigentlich müsste da das Gesetz den Fakten angepasst werden. Und wir Schulleiter haben uns dann nach dem Erstwunsch schon angerufen. Ich habe hier Zweitwunsch, du hast noch offene. Und so wurden dann die Zweitwünsche verteilt. Dann gab es eine Konferenz. Am Ende dieser Konferenz waren 4% der Schüler
ich habe es einmal erhoben in einem Jahr, 4% der Schüler hatten nicht Erst-, Zweit- oder Drittwunsch. Und dann wurden die Eltern angerufen oder von den Grundschulen informiert, die und die Gymnasien haben noch Plätze frei, nehmt doch mal Kontakt auf. Und dann sind die Schulleiter ein zweites Mal zusammengekommen und am Ende dieser zweiten Verteilung waren es 0,04% der Schülerinnen und Schüler, also fast keine Schüler mehr, die nicht verteilt waren. Und diese 0,04% das waren eben Schülerinnen und Schüler, wo man die Eltern nicht erreichte. So, und das war eine pädagogische Lösung. Die ist uns jetzt verwehrt. Ich weiß, dass in der Politik ist man glücklich, man hat eine Lösung, es klagt keiner mehr. Das System ist super wasserdicht, mit dem Losen ist gerecht, juristisch absolut dicht, aber es ist nicht mehr pädagogisch, nicht mehr vom Kind gedacht, nicht mehr fürs Kind. Und die Kooperation mit den Nachbargrundschulen leidet eben auch darüber, weil jetzt eben die Kinder einmal durch Frankfurt verschickt werden. Und dann kann ich nicht mehr als Schule in Höchst mit einer Grundschule im Ostend kooperieren. Also da gibt es viele Hürden, die ja, unglücklich gelöst werden, offensichtlich. Nochmal dieser Punkt des späteren Trackings, wie Sie das nennen, also die spätere Unterteilung in verschiedene Schultypen, wird ja eigentlich in der Forschung, wenn ich es richtig verstanden habe, als die bessere Lösung angesehen. Warum wird das nicht umgesetzt in Deutschland? Ja, also ich glaube, das darf man nicht anfassen, das Thema, auch wenn Gymnasiallehrer hier sitzen. Ja, ich denke, das ist historisch so gewachsen. Man wird, glaube ich, politisch auch nie eine Mehrheit bekommen, weil die Leute, die sich politisch engagieren, organisieren, die Eltern, das sind meist die Eltern, die ihre Kinder auf dem Gymnasium haben oder auf dem Gymnasium schicken wollen und man denkt, okay, alles andere, dann wird mein Kind nicht genug gebildet. Und in dem bestehenden System würde ich als Mutter genauso handeln. Also man möchte ja das Bestmögliche für das Kind und dann ist das der beste Schultyp und dann soll da nichts zusammengewürfelt werden oder geworfen werden. Es ist nur so, wenn man das im internationalen Kontext sich anschaut und dann auch sieht, wie groß sind jetzt die Unterschiede und Lernzuwächse zwischen den Kindern, auch mit verschiedenen Hintergründen, dann sieht man, dass Systeme, die dann eher nach der 8. Klasse aufteilen oder 9. Klasse aufteilen, dass es dort schon mehr Chancengerechtigkeit gibt, weniger Bildungsungleichheit. Aber das umzustellen, also es gab in Deutschland ja auch mal das Konzept der Gesamtschule oder gibt es auch in Baden-Württemberg, aber viele Eltern, die sich dann entscheiden könnten, ihr Kind da hinzuschicken, nehmen dann doch lieber das Gymnasium, solange es auch noch Gymnasien gibt. Also das wirklich herzustellen, so ein Wandel, das ist, glaube ich, politisch fast unmöglich. Und jeder Bildungspolitiker weiß, damit würde er halt für seine Abwahl sorgen. Also man müsste vielleicht sich überlegen, da ganz anders Werbung für zu machen, aber ich bin da relativ sicher, dass es... Aber die Forschung ist eindeutig, oder? Ja, wenn man das so vergleicht, man sieht halt auch, wenn es einem System gelingt, dass die Übergänge ziemlich durchlässig sind, dass es leicht ist, von der Realschule zum Gymnasium zu gehen, dann noch das Fachabitur vielleicht sonst zu machen, dann ist es schon mal besser für die Chancengerechtigkeit. Und ich glaube, das ist das, wohin Deutschland sich bewegen kann, dass man die Übergänge einfacher... Da habe ich gerade eine Frage zu. Ist das auch besser für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dann zum Gymnasium gehen? Sagt das die Forschung auch, dass die Schülerinnen und Schüler besser entwickelt werden, wenn sie länger zusammenbleiben nach der Grundschule? Genau, das ist ja dann die Angst, dass die Besseren dann eher runtergehen. Ja? Und, aber in den Systemen, die dieses späte Tracking haben, ist es ja auch so, dass dann nach Fächern aufgeteilt wird. Das ist in Mathematik verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt und die besseren Schüler dann trotzdem auch die anspruchsvolleren Mathe-Sachen machen. Und das, die Forschung zeigt schon, dass die nicht darunter leiden, jetzt mit den leistungsschwächeren Schülern zusammen zu sein. Aber dann habe ich ja das Tracking über die Differenzierungskurse schon auch wieder früh. Aber es ist durchlässiger, weil man eben ja in Mathematik sehr gut sein kann, aber in Deutsch schlecht. Und es wird nicht die Durchschnittsnote genommen, die einen dann für alle Fächer in den
weniger anspruchsvollen Schultyp schickt, sondern man kann sich in den verschiedenen Fächern ja auch entwickeln. Dann in der 8. Klasse ist man vielleicht bei dem zweitbesten Kurs in Mathe und in der 9. Klasse schon im besten Kurs. Und so, ja, dass man wirklich individuell fördert. Und ich glaube, das ist leichter in solchen Typen, die Kinder länger zusammenhalten und das so probieren, diese Leistungsdifferenzierung. Aber es ist was ganz anderes als das, was wir hier kennen. Ja, ja, es macht es nicht leichter. Sie sehen so aus, als wollten Sie dazu noch was sagen. Ja, wir kennen das alles hier, also in Hessen. Sie sprechen im Prinzip von der kooperativen Gesamtschule. Das ist ein System, das hier alle Schulformen unter einem Dach beherbergt und das eine hohe Durchlässigkeit in diesem einen Haus hat. Wir haben auch integrierte Gesamtschulen in unserem Land, bei denen, wie Sie es eben gesagt haben, so ab der 8 im Prinzip differenziert wird. Denn du musst ja zum Schluss entweder den Hauptschulabschluss, den mittleren Abschluss oder das Abitur machen. Ansonsten haben wir, denn meine Eile ist großartig, wenn wir internationale Gäste haben, die fragen immer nach der dualen Ausbildung. Da hat mich noch nie einer gefragt nach G8 oder G9 oder Inklusion oder Ganztag. Die fragen nur nach der dualen Ausbildung. Das ist das Allerwichtigste, was andere Länder von uns lernen wollen. Und deswegen werben wir auch alle für die duale Ausbildung. Und ich sitze oft mit Menschen zusammen. Manchmal frage ich die dann auch, was macht denn eigentlich dein Kind? Welchen Handwerksberuf lernt es denn gerade? Es geht auf die Uni. Das ist genauso wie das Gymnasium. Man schickt sein Kind aufs Gymnasium, obwohl man eigentlich für eine Gesamtschule ist. Und genauso ist es beim eigenen Kind, wenn es dann um die Zeit nach dem Abitur geht, da geht eben die Reise Richtung Medizinstudium und wenn ganz schlecht läuft, dann irgendwie Jura. Also Lehramt ist ja schon für so Typen wie uns. Und aber in die duale Ausbildung, da landet keiner. Also wir haben das alles und das Entscheidende, haben Sie auch gesagt, die Durchlässigkeit. Und wir haben ein super durchlässiges System. Man kann mit einem Hauptschulabschluss den mittleren Abschluss noch erreichen. Man kann mit einem Meister, den man macht, nach einer Ausbildung studieren. Alles ist möglich. Das Entscheidende ist, und das hat Gerrit Ulmke eben angesprochen, du brauchst die guten Lehrer. Und die guten Lehrer, die haben wir in allen Schulformen. Und dann ist auch nicht mehr entscheidend, ob da KGS drüber steht oder IGS oder Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium. Wenn du einen guten Lehrer hast, der fördert dich überall. Und ich will es einfach an der Stelle auch nochmal hinterlegen. Wir haben so unglaublich viele gute Lehrer. Wir denken immer an die 2, 3, von denen wir auch hören. Oder an die wir denken, wenn wir mal die Augen schließen und an die eigene Schulzeit uns zurückerinnern. Die gibt es auch. Aber die allermeisten haben gerade in den letzten beiden Jahren so herausragend gearbeitet. Wir haben jetzt noch eine zusätzliche Krise bekommen. Ich würde da nachher, wenn Sie gestatten, auch gerne noch mal ein Wort zu sagen, weil ich das nicht so richtig glaube. Ansonsten stimme ich Ihnen zu, die Durchlässigkeit ist entscheidend. Aber zur Qualität noch mal. Ich habe immer die 15-Jährigen noch im Kopf. Jeder fünfte 15-Jährige auf Grundschulen. Wie kann das sein in Deutschland im Jahr 2022? Ja, wie gesagt, PISA misst Gehören überhaupt nicht. Und ich sage immer, wir müssen uns eigentlich bei PISA, bei der OECD viel mehr engagieren, damit auch mal andere Kompetenzen gemessen werden, auf die wir hier einen... In solchen Bereichen nicht. Gerade im Gymnasium sind wir ja dann sehr weg von solchen Fähigkeiten. Das wird ja, kommt ja eigentlich gar nicht vor, handwerkliches. Wären wir dann bei der vielleicht nötigen neuen Aufstellung von Schule, also... Das würde dann eben auch diesen ganzen Bereich berühren, den Sie anführen, denn wir wollen ja eigentlich, das wurde uns ja sehr eindrücklich auch dargestellt, wie nötig das ist, wir wollen ja alle mitnehmen, wir wollen, dass alle in dieser Gesellschaft irgendeinen guten Platz finden, dass sie zufrieden sind, dann ist auch letztlich unsere Demokratie in Gefahr. Also das hängt ja alles miteinander zusammen, gesundheitliche Aspekte haben Sie auch angesprochen, auch das. Über Pflanzenanbau, all diese Dinge. Wir haben die ganzen Jugendlichen, die für Fridays for Future, auf nicht nur als vielleicht Randaspekt in der Geografie, dass man über das Klima redet, sondern eben auch wirklich als eigenes Fach Wirtschaft haben wir angesprochen. Also es gibt so viele Bereiche, die momentan noch keine Rolle spielen, über die wir aber eigentlich dringend nachdenken müssten, oder? Würde sich Ihre Frage da anschließen? Dann ja, so in
etwa. Also es hat mit diesem Bereich zumindest noch zu tun. Ich denke immer noch über Ihre beiden Antworten nach, dass Sie sagen, also das A und O sind gute und gut ausgebildete Lehrer. Das würde ich jetzt erstmal so unterschreiben irgendwie. Aber für mich ist ein System immer noch mehr als die Summe der Einzelteile. Also wir reden ja hier oder wir versuchen ja uns dem Thema anzunähern, Resilienz des Bildungssystems. Da gehört erstens mehr dazu als Schule, also über Universitäten haben wir noch gar nicht gesprochen zum Beispiel oder duale Ausbildung, sagten Sie. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Sicht? Also Sie hatten ja auch mal kurz die Qualität angesprochen, auch darüber haben wir noch nicht richtig gesprochen. Also mein Mann ist Unternehmer, ich habe viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern und IHKs und so zu tun, die sagen, es ist eine Katastrophe. Es gibt eigentlich niemanden mehr, der eine Bewerbung abgeben kann, die keine Rechtschreibfehler enthält. Ich selber habe lange an der Uni gearbeitet, was ich da an Bachelorarbeiten gesehen habe, war zum Davonlaufen, seien wir mal ehrlich, das gibt es auch. Also die Frage ist, was braucht unser Bildungssystem, um es, ja, das ist ja das Thema, widerstandsfähig zu machen? Und ganz klar ist die Ausbildung der individuellen Person, die vorne im Klassenzimmer steht und dann mit Schülerinnen und Schülern umgeht, ganz wichtig. Das würde ich auch sagen, ist sicherlich zentral. Aber was gehört für Sie noch mit dazu? Wir hatten ja jetzt schon gesagt, also irgendwie wäre es schön, wenn man auch Kinder abholt aus Familien, denen es nicht in den Schoß fällt. Das ist auch klar. Auf der am anderen Ende der Skala gibt es dann sowas wie Exzellenzuniversitäten oder gehen wir in die Forschung, Exzellenzcluster oder so. Das Spektrum ist ja breit. Was würden Sie sagen, was brauchen wir, um auch so in den verändernden Zeiten ein ordentliches Bildungssystem sozusagen von der Pike bis zum Ende eigentlich durchführen zu können, sodass möglichst wenige durchs Raster fallen, sodass möglichst nicht 15% oder 20% eigentlich nur auf Grundschulniveau verharren? Da muss ja mehr kommen wahrscheinlich als die Forderung nach gut ausgebildeten Lehrern. Das würde mich interessieren. Herr Dr. Löse, Sie sind schon bereit. Ich würde gerne voranstellen, ehe ich es vergesse, dass Hessen die geringste Schulabbrecherquote hat in Deutschland. Das heißt, wir machen unheimlich viel richtig. Wir brauchen einen Zusammenhalt. Also es bringt nichts, wenn die Eltern auf die Lehrer zeigen und die Lehrer auf die Eltern und die Betriebe auf die Berufsschulen und die Berufsschulen auf die Betriebe und die Unis auf die Schulen und die Schulen auf die Unis. Dieses gegenseitige Erklären, dass der andere, der mal gerade vorher dran war, alles verkehrt gemacht hat, das halte ich für eine absolute Katastrophe. Wir haben gerade unser hessisches Lehrerbildungsgesetz, wenn ich das mal als ein Beispiel anführen darf, novelliert. Also es muss jetzt noch durch den Landtag gehen, aber das steht unmittelbar bevor. Und wir haben dort fest verankert sogenannte Kooperationskonferenzen. Wir haben im Moment, und da bin ich genau bei Ihnen, eine Situation, in der uns die Universitäten erklären, wenn sie Lehramtsstudierende bekommen, dass sie überhaupt nichts können. Die sagen, was habt ihr eigentlich gemacht in der Schule? Ihr könnt ja gar nichts, wir müssen erst mal Stützkurse für euch anbieten. Und dann studieren die 4-5 Jahre an der Uni, wollen Lehrer werden, wie gesagt, wandern dann in das Studienseminar, zweite Ausbildungsphase, und die Studienseminare erklären dann der Unis, sag mal, was habt ihr denn mit denen gemacht? Die waren jetzt 5 Jahre an der Uni, die können überhaupt nichts. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Wenn die 2 Jahre Studienseminar vorbei sind, gehen die dann in ihre Schulen, kommen die in der Helmutsschule an. Das Erste, was der Gerrit Ulmke erklärt, was habt ihr eigentlich in den Studienseminaren gemacht? 2 Jahre lang, weiß nicht was, aber die können auf jeden Fall gar nichts. Wir machen jetzt erstmal so eine Berufseinstiegsphase. Und irgendwann gehen dann die Absolventen aus der Schule raus und da fängt das wieder von vorne an. Also dieses Gegenseitige, dem anderen immer erklären, was er alles nicht gut gemacht hat, das hilft niemanden. Das macht nur unsicher. Wir haben überall gute Leute sitzen, die hart daran arbeiten, dass die, für die sie zuständig sind, einen guten Job machen können. Ob das die Schüler sind, die Studierenden, dann irgendwelche Anwärter oder später auch mal Lehrer, da muss einfach mehr zusammengearbeitet werden. Und deswegen versuchen wir, die zu zwingen, wirklich über Kooperationskonferenzen miteinander zu reden, um dann wenigstens nicht zum Schluss zu sagen, die können ja nichts, sondern immer wieder daran zu erinnern, wie können wir besser miteinander kooperieren. Das ist so ein Beispiel für uns jetzt. Und genauso muss es laufen zwischen Betrieben und Schulen, so muss es laufen. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt heute, aber die Elternhäuser sind für uns extrem wichtig und die müssen wir
an die Schulen binden. Und ich glaube, aber das ist ja jetzt kein Einzeleindruck. Das hört man ja immer wieder, dass Betriebe sich darüber beklagen, dass die, die bei ihnen eine Ausbildung anfangen wollen, nicht mehr in der Lage sind, irgendwie die simpelsten Rechnungen auszuführen oder eben ein Anschreiben mal so abzuliefern, dass das einigermaßen hinhaut. Universitäten, Bachelorarbeiten, die unterirdisch sind, habe ich auch schon gesehen. Also es scheint ja doch ein Problem zu geben. Oder würden Sie, Herr Unke, sagen, dass die Schüler heute auf demselben Niveau sind wie noch vor einigen Jahren? Also mit leichtem Grinsen muss ich sagen, natürlich geben wir die so ab, wie sie an der Uni ankommen und beschrieben werden. Aber das liegt natürlich nur an den Grundschulen, die uns die Schülerinnen und Schüler so liefern. Und wenn ich mit einer Grundschulleiterin spreche, dann sagt die, das liegt an den Kindergärten. Was glauben Sie, was wir da heute kriegen? Die können keine Schere mehr halten, keinen Stift. Und wenn wir in den Kindergärten fragen, dann sind es die Eltern, was die uns heute schicken. Also so, das ist wirklich von unten nach oben und das muss durchbrochen werden. Das ist, was der Staatssekretär gerade sagte, das kann nicht sein, dass wir uns da gegenseitig den schwarzen Peter zuspielen. Und wir landen dann aber wirklich jedes Mal aus meiner Sicht auch wieder bei den Elternhäusern. Wir haben in Frankfurt einen Bildungs-, also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Verein heißt, Interkultureller Bildungsverein, doch, jetzt ist mir der Name eingefallen. Die haben nur das Ziel, für Eltern mit Migrationshintergrund, die der Schule fern sind, ins Gespräch zu kommen und die Kommunikation mit den Schulen herzustellen und zu erleichtern. Mit denen hatte ich über lange Jahre eine Kooperation, aber die wurden eben dann im Gymnasium von Gymnasialeltern wenig nachgefragt, sodass die jetzt eher in den Gesamtschulen aktiv sind. Ich weiß zwar noch, den Verein gibt es, ich empfehle ihn auch nach wie vor weiterhin, aber das ist es nach wie vor, diese Barriere muss abgebaut werden. Aber auch da zwingen können wir keinen zum Gespräch. Das ist so, einladen können wir können wiederholte Einladungen, wir können eben UBUS-Kräfte dran setzen, die wir ja seit einigen Jahren auch haben, unterrichtsbegleitende und unterstützende Schulsozialarbeit, entlastet Lehrkräfte immens. Das sind also, ich sag mal, von Landesseite bezahlte Schulsozialarbeiter, aber nicht die traditionelle Schulsozialarbeit der Schulträger machen, sondern eben im Unterricht mitsitzen und da mit den Eltern kommunizieren können. Wir haben Jugendhilfe in den Schulen. All das können wir einsetzen, da können wir darauf zurückgreifen. Das ist auch eine immense Entlastung, die da in den letzten Jahren für die Lehrkräfte entstanden ist in diesem Bereich. Aber letzten Endes brauchen wir auf der anderen Seite eben eine Akzeptanz in den Gesprächen und auch eine Einsicht, dass wir ja oder dass die Lehrerinnen und Lehrer die Profis sind, die eben auch wissen, was gut ist für die Schülerinnen und damit sind wir dann eben auch ganz schnell beim Thema Vertrauen. Und auf diese Frage Resilienz, was braucht das Bildungswesen? Ganz ehrlich, als ich mir diesen Gedanken für den heutigen Abend mir diese Frage gestellt habe, ich glaube, es sind erstmal ganz, ganz wesentliche Dinge, was mir als erstes Stichwort eingefallen ist, ist das Stichwort Frieden, jetzt gerade nach dem, was wir aus der Ukraine mitkriegen. Wir brauchen ein Leben in Frieden und nicht nur mit dem Blick auf die Ukraine, sondern eben auch von unserer Perspektive ein friedliches Miteinander, dass Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie da an dem Platz, wo sie sind, gut aufgehoben sind, sich wohlfühlen, nicht im Sinne von Wohlfühlschule als Kontrapunkt zur leistungsorientierten Schule, sondern dass sie einfach sich da frei entwickeln können, wohlfühlen können, um dann da gerne in die Schule zu kommen und dann lernen zu können. Und dazu bedarf es aus meiner Sicht auch einer ganz großen Portion von Freiheit für die Einzelschulen, Freiheit für die Schülerinnen und Schüler. Freiheit nicht missverstanden als Beliebigkeit, sondern als Spiegel, als zweite Seite der Medaille, auf der anderen Seite Verantwortung steht. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophischer, aber wir können ja Bildung nicht isoliert betrachten. Und letzten Endes aber, wie gesagt, all das mündet dann wieder in dieser Frage Vertrauen mit Eltern, in den Elternhäusern und in der Zusammenarbeit mit Schule. Aber doch nochmal ganz konkret, vielleicht auch aus der Forschung, die Nachfrage, ist das Niveau abgesunken? Also wenn man jetzt
Wir haben ja leider nicht so viele Tests über die Zeit, die man vergleichen kann. Das ist vielleicht auch aus der Forschung nochmal die Perspektive und auch der Wunsch, dass wir in Deutschland, was Daten angeht, wie gut sind eigentlich Schülerinnen und Schüler in verschiedensten Dimensionen, da kann man viel weniger sagen als in anderen Ländern. Wir haben keine vergleichbaren Schülertests so richtig flächendeckend. Das wird immer mehr und es gibt immer mehr Zugang, aber um zum Beispiel zu schauen, wir haben die 16 Bundesländer und jedes Bundesland kann irgendwas anderes machen und es wäre super spannend zu sehen, was passiert eigentlich, wenn in diesem einen Bundesland jetzt eine Reform kommt und die anderen machen das nicht und das kann man dann wie so ein Labor benutzen. Das probieren wir immer mehr, je mehr Daten es da gibt, aber wenn die Datenlage noch besser wäre und noch mehr gemessen würde, was Schülerinnen und Schüler tatsächlich lernen, könnte man das super nutzen. Und was wir jetzt wissen von den Daten, die es gibt zu PISA und so, ich denke, man kann nicht sagen, es werden alle schlechter. Es ist aber auch nicht so, dass die Kompetenzen immer besser werden. Mhm. Ich weiß nicht, mit den Beispielen, die es jetzt gibt, von den Unternehmen raus und von den Unis raus, wie gut sind die Leute vorbereitet. Ich erlebe so manche Kompetenzen, jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit hat den Vorteil, dass die digitalen Kompetenzen viel besser geworden sind. Also eine gute Präsentation zu machen, können die Leute, die vom Gymnasium kommen, jetzt viel besser als vor ein paar Jahren, würde ich sagen. Und vielleicht dieses selbstständige Lernen auch viel besser. Was ja, Rechtschreibung angeht, die Gedanken sortieren, ist die Frage. Also das ist aber nicht so, dass es, denke ich, generell einen Trend gibt, dass alles immer schlechter wird. Aber es wäre spannend, noch besser zu erheben und es wirklich vergleichbar zu machen. Da ist leider dann auch die deutsche Bürokratie und Gesetze, die sagen, wir haben den Datenschutz und da darf halt nichts miteinander verbunden werden an bestimmten Daten. Das erschwert es sehr zu sehen, was kann jetzt wirklich gut funktionieren. Und das finde ich ist eine verpasste Chance. Und ansonsten zum gesamten Bildungsbegriff, ich hätte den Wunsch, dass Bildung ein viel größeres Thema wird in der öffentlichen Debatte. Ich denke, das haben wir auch in der Corona-Zeit, war das ja ein schönes Beispiel, dass darüber gesprochen wurde, okay, es ging vielleicht eher darum, dass die Eltern wieder an den Arbeitsplatz können und es wurde sehr wenig am Anfang darüber gesprochen, ob die Schülerinnen und Schüler jetzt eigentlich zu Hause genauso viel lernen wie in der Schule. Und sogar manche Bildungsminister, nicht aus Hessen, aber von woanders, haben gesagt, dass die lernen wahrscheinlich sogar mehr zu Hause, was halt dann die Frage ist, was die Schulen eigentlich machen, wenn der Minister so denkt. Also ich denke, dass Bildung als Thema und die Wichtigkeit von Bildung auch für die Wirtschaft, dass das viel mehr diskutiert werden müsste und dass das ja tatsächlich der wichtigste Produktionsfaktor ist in Deutschland, die Bildung und da alle ein großes Interesse haben müssten. Und auch wenn Ministerposten verteilt werden, dass vielleicht das Ministerium sein müsste, wo die allerbesten Leute hinkommen und die bekanntesten. Und das spielt dann zusammen vielleicht auch damit, wer wird Lehrer oder wie kriegt man die besten Lehrer? Was ist der Status vom Lehrerberuf, ist die Frage. Und das werden wir vielleicht irgendwann als Forschungsprojekt machen, aber sich anzuschauen, wie in den letzten Jahrzehnten der Status vom Lehrerberuf so in der öffentlichen Wahrnehmung sich geändert hat, hätte ich die Vermutung, der ist eher runtergegangen. Das müsste man sich anschauen. Aber das kann ein Grund dafür sein, warum weniger Leute den Beruf vielleicht ergreifen wollen. Ja. Dann würde ich zum Abschluss gerne nochmal darauf schauen, was sich tatsächlich noch verändern müsste, und zwar relativ schnell verändern müsste, weil wir andere Anforderungen haben im 21. Jahrhundert. Also was bräuchten wir, wenn wir darauf gucken, mit welchen Fähigkeiten sollen denn die Abgänger die Schule verlassen? Also was, wenn wir da vom Kind her und eben auch vom Ende her denken, was wäre unser Anspruch, wenn die Aufgabe des Bildungssystems erstmal erledigt wäre, wenn die Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten sollen, was sollen sie dann können? Ich weiß, dass eben andere Fähigkeiten zunehmend in den Blick kommen, kommunikative Fähigkeiten, auch
Beurteilung von Fakten, Medienkompetenz, solche Dinge sind ja zunehmend wichtig für unsere Gesellschaft als Gesamtes. Vielleicht noch mal so ganz kurz zum Abschluss eine kurze Vision von Ihnen jeweils, was Sie sich da vorstellen würden für die nahe Zukunft? Also die Gesellschaft, das sagte ich aber auch schon, muss auf Schule aus der Perspektive von Schule gucken. Das heißt, das Primat der Pädagogik muss umgesetzt werden und zwar kontinuierlich von unten bis oben. Und ansonsten muss das Ziel sein, aus meiner Sicht, dass wir mündige Bürger hervorbringen, die in Fröhlichkeit lebenslanges Lernen praktizieren, weil sie das als Gewinn für sich erfahren haben. Das merke ich mir für die Zukunft. In Fröhlichkeit lebenslanges Lernen. Wie wollte man dem widersprechen? Ich glaube, um dann noch an der richtigen Stelle auch zu realisieren, ist es ganz wichtig, dass wir eine breite Berufsorientierung weiterhin anbieten, auch eine breite Studienorientierung, damit nach Möglichkeit beim ersten Aufschlag man schon mal an einem guten Platz ankommt. Wir haben ja immer noch sehr viele Wechsel, was auch grundsätzlich nichts Schlimmes ist, wenn ich den Studiengang mal wechsle oder auch den Beruf, aber trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass während der Schulzeit wir die Kontakte zu Arbeitgebern und zu Unis nutzen, was aber auch gemacht wird, ich kann es ja vielleicht dann doch nochmal von dir berichten, sodass die breite Palette des Angebots einfach deutlich wird, man schon während der Schulzeit die Möglichkeit hat, mal zu hospitieren, Praktika abzulegen, um dann dort an einem Ort anzukommen, an dem man dann auch wirklich gut aufgehoben ist. Was würden Sie sich wünschen? Ja, also ich denke, wichtig sind die Basiskompetenzen, Lesen, Rechnen, Schreiben. Und wir wissen, dass ja, Lernen ein dynamischer Prozess ist. Immer neue Fähigkeiten kann ich erwerben, wenn ich bestimmte Fähigkeiten habe. Und dazu gehören dann auch diese mehr sozioemotionalen Fähigkeiten, nicht kognitiven Fähigkeiten, wie Freude am Lernen zu haben. Und ich denke, genau, da stimme ich komplett zu. Ja, neugierig sein, Freude am Lernen haben ist das Wichtigste, weil Weiterbildung auch immer wichtiger werden wird, wenn wir jetzt an die Transformation der Wirtschaft denken, all die Herausforderungen der Gesellschaft in der Zukunft, wird es vielleicht so sein, dass man nicht den einen Beruf sein ganzes Leben lang haben wird, sondern zwischendurch gefordert sein wird, sich auch in andere Richtungen weiterzubilden. Und dafür braucht man eben diese Neugier und die Lust, auch Neues zu lernen, die Fähigkeit zu lernen. Und das müssen Schulen vermitteln. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich hier auf dem Podium. 2 Stunden sind nicht viel. Wir haben es gemerkt, um über Bildung zu reden. Wir haben viele Dinge nur anreißen können. Aber dass wir sie angerissen haben heute, bringt vielleicht den von mir am Anfang angesprochenen Keim im Kopf in Bewegung, dass man eben sagt, daran würde ich gerne anknüpfen, auch im Weiterdenken, in dem, was ich aufnehme aus den Medien und in Diskussionen der Zukunft. Vielen Dank auch an Frau Fröhlich, die diesen Abend hier möglich gemacht hat und danke an die Evangelische Akademie. Applaus